Ja, herzliches Grüß Gott, meine Damen, meine Herren, liebe Teilnehmende. Ich hoffe, dass ich damit gendermäßig alle mitgenommen habe. Ich darf Sie herzlich begrüßen heute zur KWK vor Ort Roadshow durch Bayern, die wir hier zum fünften Mal jetzt im schönen Schwaben veranstalten und diesmal auch zum Thema Wärme als Schwerpunkt. Ja, reden wir heute auch immer mehr über Sektorenkopplung, also nicht nur die Energiewende im Strom, in der Mobilität, das kommt so langsam hoch. Das andere Thema ist einfach Wärme, was noch ein großer Punkt sein wird. Und wir freuen uns, dass wir das heute auch mal wieder in Präsenz machen können. Ist doch was anderes, als nur vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern man kann sich auch mal direkt unterhalten und wiedersehen. Also darauf freuen wir uns. Ich möchte beginnen mit dem kurze Vorstellung Bayern Innovativcluster Energietech, den CIT. Wir sind von Bayern innovativ und unser Auftrag ist, wir unterstützen, fördern und provozieren sowohl Innovation als auch neue Technologien. Wir werden massiv unterstützt vom Bayerischen Staatsministerium aus München und ich freue mich auch, dass der Herr Dr. Rudolph und der Herr Dr. Nigel hier sind und uns hierbei begleiten, dass wir ja das gesamte Energietechnik oder die Energiethemen in Bayern voranbringen und dafür sorgen, dass wir weiter sehr leistungsstark und gut hier in die Zukunft aufgestellt sind. Was ist Bayern innovativ? Das Thema Energie. Sie kennen uns wahrscheinlich viel von Veranstaltungen, die wir machen. Machen wir auch sehr gerne, so wie heute. Und beispielsweise der Herr Höcht und der Herr Petzold haben das hier organisiert, durchgeführt, geplant. Möchte ich also sehr herzlich danken. Ich habe wieder als Leiter des Bereichs Energie einfach die Freude, die Worte sagen zu dürfen und die Arbeit machen die Herren. Also vielen Dank dafür. Und vorne am Empfang sitzt ja auch noch unsere Kollegin. Also bei Bayern Innovativ haben wir verschiedene Sparten, um die wir uns kümmern. Wir haben die Kreativwirtschaft, wir haben das Gesundheitswesen, aber eben auch das Thema Mobilität ist ein Block oder aber Material und Produktion. Und dazu gehört eben auch das Spezialisierungsfeld Energie, das ich oder für das ich sprechen darf, weil ich sage bewusst nicht leiten, weil wir als Team insgesamt schauen, wie wir da weitergehen. Das ist organisiert folgendermaßen, dass wir den Cluster Energietechnik haben oder auch die Themenplattform Energie. Früher beim ZDB, also Digitalisierung, die gehören in diesen Bereich. Und Projekte, die wir machen, sind hier, das ist das BENI, Bayerische Energieeffizienznetzwerk-Initiative, KWK vor Ort, da sind Sie heute mit dabei, aber auch der Bayerische Energiepreis, da steht noch 2020. Wir sind gerade dabei, den Vertrag auszuarbeiten für 2022, wird auch wieder kommen. Also hier auch das Thema, wenn Sie energetisch sagen, wie könnten wir da besser werden? Weil jede Kilowattstunde, die wir nicht erzeugen müssen, ist eigentlich die beste Kilowattstunde nachhaltigkeitsmäßig gesehen. Kommen Sie auf uns zu. Wir wollen vernetzen, wir wollen fördern, wir wollen Projekte zusammenbringen, wir wollen die Forschung zusammenbringen mit der Industrie, dass das transferiert wird, dass wir auf diese Art und Weise Synergien nutzen und das voranbringen. Da sind wir Ihr Partner und wollen auch Ihr Partner sein und bitten Sie uns nicht nur als Veranstalter zu sehen, sondern auch jemand, der solche Dinge treiben kann. Wir machen auch inzwischen verstärkt, gehen wir rein in Techniken und Studien. Und da das Thema Energie, gibt ja auch viele andere Player, die hier noch mitspielen, sehr, sehr breit ist, haben wir uns überlegt, wie können wir uns etwas fokussieren, was nicht heißt, dass wir die anderen Sachen nicht auch machen. Und ich habe dafür, da kann man sich einfach merken, die Handregel. Handregel hat nämlich was Nettes. Wir haben vier Finger, die ähnliche Funktionen haben und dann so ein Sonderling. Das ist der Daumen. Und das können Sie feststellen. Versuchen Sie mal ein Glas zu halten ohne den Daumen, ohne diesen Sonderling. Deshalb haben wir gesagt, wir haben so vier Punkte. Das erste ist Sektorenkopplung, Strom, E-Mobilität und Wärme. Deshalb hier auch Wärme. Wo wir rein müssen, das alles zusammendenken in einem und nicht in getrennten Silos. Das Thema Energieeffizienz hatte ich schon ein bisschen erwähnt mit der Bayerischen Energieeffizienzinitiative. Speicher, Versorgungssicherheit, Eigenversorgung, wie kann man das nutzen? Irgendwie hat man ja
bei den Fossilen war der Speicher immer inhärent drin. Ne? Ein Stück Kohle hat man lagern können. Wenn man es angezündet hat, hat es funktioniert, hat es sich selber gespeichert. Das ist bei den Regenerativen etwas schwierig. Und das Thema Wärmewende, wo wir feststellen, ja, da ist noch vieles zu tun. Vor allem auch im Thema Prozesswärme, Geothermie, Wärmenetze, Sanierung. Also weniger das, wie heize ich mein Häuser, sondern in der Industrie. Wie kriege ich da bessere Möglichkeiten hin? Das ist so die Zielsetzung. So, das sind die vier Finger. Und zusammengehalten wird das durch die Digitalisierung, die hier in der Mitte steht, wo wir eben auch unterwegs sind. Wie bringen wir mit der Technologie der Digitalisierung diese Systeme zusammen, dass wir dadurch wieder nachhaltig, CO2-neutral in der Zukunft agieren können. Und wir haben in Bayern dafür auch gute Voraussetzungen mit Start-up, die eben vor allem hier in dem Bereich unterwegs sind, etablierten Unternehmen, die man auf diesem Weg etwas mit Schwung mitnimmt. Der Professor Brautsch hat vorher so ein Vorgespräch, haben wir uns unterhalten, wie wir etwas Älteren uns von den Studenten, die jung sind, neue Ideen haben, doch auch immer wieder inspirieren lassen und dadurch eigentlich das Beste zustande kommen. Und so ist das auch gedacht. Alteingesessen, neue Startups, wie bringt man das zusammen, damit da Dynamik entsteht? Das andere ist natürlich Befähigung zur Innovation. Wie können wir das helfen? Weil klar, sie sind alle innovativ, sie kommen ja auch nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen und sagen, lass mal. Aber vielleicht kann man da auch nochmal helfen, fördern, zusammenbringen. Thema Forschungseinrichtung, Forschung, was wir haben. Wie bringt er das zusammen mit Startups, mit KMUs, mit energieintensiver Industrie, auch mit Kommunen, wo das einem als Stellvertreter für die Nutzung, wie man diese ganzen Sachen zusammendenkt. Dafür machen wir auch Innovationsmanagement. Ich sage mal, wie kann man Geschäftsmodelle machen? Wie kann man Methodenkompetenz dafür bringen? Wie kommt man überhaupt mal hin auf Ideen? Wie überzeugt man? Da helfen wir also auch gerne bei Bedarf. Kommen Sie da auf uns zu und fragen Sie, kostet nichts. Es hat bisher eigentlich immer irgendeinen Vorteil ergeben. Zur letzten Folie nochmal zum Cluster Energietechnik. Also was wir machen, sind Veranstaltungen, aber eben auch das Thema Vernetzung. Schauen, wer hat noch ähnliche Probleme? Wie kann man zusammen etwas lösen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Muss nicht immer alles neu selber erfinden. Viel ist schon gemacht worden. Und wenn man da mal fragt, kann man sagen, hey, die haben das auch schon gemacht. Tut euch da mal zusammen. Das sind dann die einfachen Möglichkeiten. Man verhindert Fehler. Das ist dieses Thema, was wir mit der Vernetzung haben. Partnersuche auch. Das heißt, hier fehlt uns jemand, können wir gerne helfen. Projekte natürlich auch durchführen und Studien und Fachartikeln. Wir haben kürzlich etwas publiziert über Sektorenkopplung. Das nächste wird sein Digitalisierung im Energiebereich, Hemmnisse und Treiber. Wir versuchen da also auch inhaltlich Know-how zu vermitteln und weiterzubringen. Und wenn Sie Bedarf haben, können mich direkt anschreiben oder aber meine Kollegen oder aber über das Internet finden Sie das Ganze sehr schnell. Damit habe ich sozusagen den Werbeblock für die Bayern Innovativ beendet und freue mich, Hüppler, dass wir jetzt übergeben können an den ersten Bürgermeister, Herrn Habermann, für seinen Vortrag zu diesem Thema. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Mayer, lieber Herr Ministerialrat Dr. Rudolph, sehr geehrter Herr Professor Brautsch, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Bürgermeister der Kreisstadt Aichach heiße ich Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass es trotz nach wie vor bestehender Pandemie Einschränkungen geklappt hat und dass Sie heute hier bei uns Station machen. Denn in der Tat sind gerade wir Städte Hauptakteure in Sachen Klimawende, werden doch bekanntermaßen weltweit ca. 75% der globalen CO2-Emissionen in den Städten produziert und sind doch gerade die Städte mit rund 80% am globalen Endenergieverbrauch beteiligt. Mehr als 50% der Weltbevölkerung, so habe ich gelesen, lebt aktuell in den Städten, Tendenz stark steigend. Deshalb ist es wichtig, dass Städte aktiv zum Klimawandel beitragen, wobei zugegebenermaßen hier bei uns die Herausforderungen ganz andere sind als beispielsweise in den Entwicklungs- oder in den Schwellenländern. Umso wichtiger ist es für uns, Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren und den eigenen Beitrag
zum Klimawandel zu erkennen. Ein ganz pragmatisches, ein ganz praktisches Beispiel hier bei uns in der Stadt Aichach ist der sogenannte Energiemonitor, der für jeder Mann, jeder Frau zugänglich zeitnah im Viertelstundentakt eine genaue Darstellung der Energiezusammensetzung im regenerativen Bereich ermöglicht. So lässt sich die Herkunft der regenerativ erzeugten Elektrizität, zum Beispiel aus PV-Anlagen, Biomasse, Windkraft und so weiter, und zeitgleich der lokale Verbrauch nach Kundensegmenten, Privathaushalte, Gewerbe, öffentliche Gebäude, über ein Online-Dashboard abgleichen. Und der genaue Grad der Autarkie, am Montag waren es beispielsweise 110%, Montagmittag, ablesen. Wie gesagt, ganz wichtig, den eigenen Beitrag zu kennen und zu kommunizieren. Das erhöht, wie wir meinen, die Sensibilität und Bereitschaft, auch des Einzelnen selbst aktiv zu werden. Erwähnen darf ich natürlich vor allem auch unser Biomasse-Wärmeverbund Aichach, unser komplett öffentlich geführtes Heizkraftwerk, an dem die Stadt Aichach mit 63% und der Landkreis mit 37% beteiligt sind. Geht lang zurück, bereits 1995 wurden die ersten Schritte zur Gründung eines Heizwerks unter öffentlicher Trägerschaft, eines der ersten in Bayern meines Wissens, eingeleitet, das 1997 dann in Betrieb gegangen ist. Und 2007 wurde die Anlage dann über den sogenannten ORC-Prozess zum Heizkraftwerk aufgerüstet. Sie haben ja heute noch Gelegenheit, sich selbst vor Ort, habe ich gelesen, ein Bild zu machen. Und unser Geschäftsführer, der Richard Brandner, wird ja im Anschluss auch noch unser Heizkraftwerk genauer vorstellen. Kurz, ich wollte mit diesen zwei Praxisbeispielen einfach mal deutlich machen, wo wir aktuell als Stadt Aichach stehen. Wissen, dass wir unseren Beitrag zum Klimawandel leisten müssen, durchaus auch wollen, dass wir natürlich als Kommunen auch Vorbildcharakter haben und durchaus auch vorausgehen müssen, weil in diesen dramatisch schnell sich verändernden Zeiten Resilienz überlebensnotwendig auch gerade auch für unsere Städte sein wird. Und Autarkiegewinne sind Resilienzgewinne, weil sie uns Städte von krisenhaften Verwerfungen in der Umwelt unabhängiger machen und wo vollständige Autarkie nicht erreicht werden kann oder möglicherweise nicht wirtschaftlich wäre, tragen Maßnahmen zur Steigerung der Energiesicherheit, ebenfalls zur Steigerung der Systemresilienz bei. Wobei mir allerdings auch schon klar ist, dass wir als Stadt Aichach nur ein ganz, ganz kleines, winziges Rädchen im Getriebe sind und selbst auf Landes- oder Bundesebene sich die Welt nicht retten lassen wird. Hier bedarf es bei aller kommunaler Bemühungen, vor allem globaler Anstrengungen, denn die Uhr tickt bereits ganz, ganz gefährlich. Von daher bin ich heute schon sehr gespannt auf Ihre Vorträge und Beispiele effizienter Kraft-Wärme-Koppelung, verbunden natürlich ein Stück weit mit der Hoffnung, dass eventuell auch für uns weitere Impulse daraus entstehen könnten. Mit unserer Teilnahme am kommunalen Klimaschutznetzwerk einzelner Kommunen in Bayern, lieber Herr Professor Brautsch, haben wir ja, wenn man so will, bereits die Hand am Puls und das Ohr ganz nah am Geschehen. In diesem Sinne nochmals herzlich willkommen in Aichach Ihnen allen und der heutigen Veranstaltung einen guten und erfolgreichen Verlauf. Dankeschön. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister Habermann, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung heute nach Aichach. Und Herr Habermann, Sie haben es beschrieben, wir sind aus gutem Grunde heute nach Aichach gekommen. Wenn man das mal ein bisschen überspitzt formulieren möchte, kann man sagen, Sie befinden sich seit 1995 in einer wohl angelegten Dekarbonisierungsstrategie, um den neuen Begriff jetzt auch mal zu gebrauchen. Wir sind da wirklich dankbar auch für diese langjährige, sehr gute, manchmal auch fordernde, das muss ich auch sagen, Zusammenarbeit. Wir befinden uns seit vielen Jahren in einer Zusammenarbeit über ein Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerk. Wir fertigen einen digitalen Energienutzungsplan in Stadt und Landkreis an, ist auch auf Ihre Initiative hin zurückzuführen. Und worauf wir besonders stolz sind, wir haben dieses Biomasseheizkraftwerk, das wir heute noch dann genauer kennenlernen werden, auch versucht zu digitalisieren. Also wir haben die elektrischen Energieströme weitgehend digitalisiert und
sind jetzt dabei, hier ganz gezielt Effizienzsteigerungsmaßnahmen abzuleiten. Dafür, Herr Brandner, natürlich vielen Dank für die, ich sage es auch fordernde Zusammenarbeit. Aber ich glaube, wir sind da wirklich in einer sehr guten Kooperation. Und darum freut es mich wirklich, dass wir heute die KWK Roadshow hier bei Ihnen, wie gesagt, aus sehr gutem Grunde in Eichach abhalten dürfen. Ja, wenn wir uns, Sie haben es ja angesprochen, Herr Bürgermeister, wenn wir uns mal die CO2-Emissionen und den Klimaschutzfahrplan der Bundesregierung betrachten, dann haben wir große Aufgaben vor uns. Da haben Sie völlig recht. Sie sehen hier die Reduktion der CO2-Emissionen seit 1990. Sie sehen das Ziel 2030, soll ja dann gegenüber 1990 um 65% reduziert werden. Und bis 2040 soll es dann nahezu in die Klimaneutralität gehen. Und wenn Sie sich mal hier den Verlauf dieser Ziele betrachten, dann können wir uns alle vorstellen, was da vor uns liegt. Und wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, wo die CO2-Reduktion bis jetzt stattgefunden hat oder wo erneuerbare Energien weitgehend ausgebaut wurden, dann sehen wir, ist es fast nur im Strom passiert, durch den Zubau der erneuerbaren Energien, der auch massiv voranschreiten muss, wenn wir bedenken, dass eine Verlagerung in die E-Mobilität hin stattfinden wird, dass die Wärmepumpentechnologie verstärkt genutzt wird. Also da werden wir enorm viel erneuerbare elektrische Energie brauchen. Und wir aber auch vor der Herausforderung stehen, dass erste Anlagen aus der EEG-Vergütung rausfallen und die Stilllegung droht. Also wir stehen hier vor einer wirklich gewaltigen Aufgabe in dieser kommenden Dekade und darüber hinaus. Denn im Verkehrsbereich oder im Wärmebereich, Herr Mayer, Sie haben es angesprochen, ist noch nicht gar so viel passiert, wenn wir mal hier den Blick in die Vergangenheit werfen. Und hier sind wir jetzt bei dem Thema der dezentralen Energieversorgung, der Kraft-Wärme-Kopplung. Wir sind in der festen Überzeugung, dass solche Beispiele, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr Bürgermeister, über Fernwärme und dezentraler Stromerzeugung auch zur Quartiersversorgung ganz wichtige Impulse geben können, wirtschaftliche Beiträge liefern können, um CO2 zu senken und eben auch für regionale Wertschöpfung zu sorgen. Ja, und wir machen diese KWK Roadshow. Herr Dr. Nickel wird es dann nach mir noch ausführen, war dem Minister ja ein wirklich ganz wichtiges Anliegen vor dem Hintergrund, weil wir, glaube ich, alle überzeugt sind, dass die Kraft-Wärme-Kopplung hier einen ganz wichtigen Beitrag liefern wird, liefert und auch liefern muss. Denn die Kraft-Wärme-Kopplung ist längst zu einem Überbegriff geworden für hocheffiziente Energiewandlung. Wir sind heute in der Lage, natürlich gasförmige Energieträger, Erdgas, Biomethan, aber auch Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe zu nutzen. Wir können Klärschlamm als Energieträger oder eben Biomasse einsetzen. Und darum sind wir heute hier in Eichach. Es geht um die Nutzung fester Biomasse als KWK-Brennstoff. Kraft-Wärme-Kopplung, auf der anderen Seite sehen Sie das, war früher weitgehend darauf fixiert, elektrische Energie und Niedertemperaturwärme zu erzeugen. Aber wir haben es auch im Zuge der KWK-Roadshow schon gesehen, wir können Prozesswärme, wir können Hochtemperaturwärme liefern, wir können auch Prozesskälte, Klimakälte Tiefkühlung gewährleisten. Also wir können letztendlich unterschiedlichste Sektoren der Energiedienstleistung erschließen über die Kraft-Wärme-Kopplung und sind keineswegs auf Erdgas oder auf fossile Energien, die vielleicht als Brückentechnologie schon noch eine wichtige Bedeutung haben werden, festgelegt, sondern wir können feste, flüssige und gasförmige erneuerbare Ressourcen dafür einsetzen. Ich bin also der festen Überzeugung, dass die Kraft-Wärme-Kopplung mit der Herausforderung, Sie haben den Energiemonitor angesprochen, den wir in den Netzen sehen werden, eine extrem wichtige Rolle spielt, weil sie ist letztendlich grundlastfähig, sie ist steuerbar.
sie ist nicht volatil. Sie kann, wie Sie hier an diesem Dreieck sehen, sie kann wirklich verwendet werden, um Residuallasten abzudecken. Sie kann in der Grundlast arbeiten, sie kann regelbar im flexiblen Bereich bleiben oder wenn wir an schnell reagierende KWK-Systeme denken, auch zur Regelenergie, zur Frequenzhaltung oder zur Lastspitzenabdeckung. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Kombination aus volatilen PV-Windkraftanlagen in Kombination mit Wasserkraft und auch dann KWK-Technologien den Mix beschreiben werden, den wir brauchen und den wir sehen werden. Zu unserer Rolle noch ganz kurz. Wir kommen von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Amberg. Unser Institut, unser IFE, arbeitet an dieser Schnittstelle im Technologietransfer. Wir betreuen eben Kommunen oder Städte wie Aichach in Energieeffizienznetzwerken, in Klimaschutznetzwerken oder wir machen auch digitale Energienutzungspläne. Auch hier besten Dank ans Bayerische Wirtschaftsministerium natürlich. Seit vielen Jahren werden diese Arbeiten in Industriebetrieben oder in Kommunen oder Stadtwerken von Ihnen ja unterstützt. Das ist auch ganz wichtig, denn aus diesen strategischen Überlegungen folgen dann Umsetzungsprojekte, wohlüberlegte, wirtschaftlich verankerte Umsetzungsprojekte. Wir betreuen in Bayern, das ist hier unsere Landkarte, eben eine ganze Reihe von Kommunen, Industriebetrieben, Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerken. Wir haben auch die BENI-Initiative mit dem Kollegen Dr. Pritzl ja parallel am Laufen. Wollen Sie also darüber hinaus auch animieren, die uns jetzt zuhören und zusehen, wenn Sie von kommunaler oder unternehmerischer Seite mit dabei sind, sich in Netzwerken, in Energieeffizienznetzwerken zusammenzuschließen. Die Stadt Aichach ist bereits in der zweiten Förderphase mit dabei. Ich glaube, man kann auch hier aus der Zusammenarbeit untereinander wirklich viele gute Schlüsse ziehen und auch viel in die Umsetzung bringen. Wir haben hier auch das sei noch erwähnt, mit dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab eine Region in der Highland-Phase platzieren können, wo wir also jetzt ganz gezielt auch in der Wasserstofftechnologie arbeiten. Unser Kompetenzzentrum, viele von Ihnen waren ja schon bei uns, beschäftigt sich eben mit der Kraft-Wärme-Kopplung, ein von der Staatsregierung ins Leben gerufenes interdisziplinäres Forschungsinstitut, wo wir Hand in Hand mit Herstellern, mit Planern, wir werden ja auch heute dann noch einige davon heute hören, zusammenarbeiten und wo wir versuchen, eben dann auch, wie hier Sie sehen, ein Wasserstoff-BHKW, Innovationen weiterzubringen und so dann eben auch draußen über den Technologietransfer die Energiewende Stück für Stück mitgestalten zu dürfen. Ja, diese KWK Roadshow war dem Staatsminister Aiwanger sehr, sehr wichtig. Er war auch etliche Male jetzt schon persönlich anwesend. Wir haben begonnen in Chemnat, wo wir uns in der Firma Ponat ein großes BHKW angeschaut haben, das Prozessdampf, Gefrierkälte, Strom und Wärme liefert. War ein sehr beeindruckendes Beispiel. Wir waren danach in Haßfurt zu Gast, wo wir unsere Power-to-Gas-Anlage im Bauhof der Stadt Haßfurt besichtigt haben und der Minister auch sehr beeindruckt war von einem Wasserstoff-Blockheizkraftwerk, also eine Anlage, die wirklich 100% mit Wasserstoff laufen kann. Wir waren dann im Mai diesen Jahres, die Lücken sind durch Corona entstanden, nicht weil wir keine Lust mehr gehabt haben, sondern weil da natürlich Corona-bedingt dann gewisse Unterbrechungen notwendig waren. Wir waren dann dieses Jahr in Hersbruck zu Gast, auch eine ganz beeindruckende Veranstaltung. Ein BHKW ist hier in einer Brauerei installiert. Er versorgt ein gesamtes Areal mit Strom und Wärme. Also auch ein Arealstromnetz ist hier verlegt. Auch, wie gesagt, ein anderer Zuschnitt, aber sehr beeindruckend. Wir waren dann im Juli diesen Jahres in Bad Vissing zu Gast. Haben wir ja auch Gäste heute unter uns, wo wir ein BHKW in der Gesundheitsbranche
als Contracting-Modell besichtigen durften. Und was uns jetzt wirklich noch gefehlt hat, und darum sind wir heute sehr gerne zu Gast in Aichach, ist die feste Biomasse, ist die Verstromung der festen Biomasse in einem Biomasseheizkraftwerk über ORC-Technologie. Sie sehen also, dass wir thematisch die unterschiedlichsten Anwendungsfelder der KWK hier mit beleuchten wollen. Und den Schlusspunkt werden wir dann setzen jetzt am 6.10. in Bayreuth, wo wir auch zeitgleich ein IKWK-System in Betrieb nehmen werden, wo wir also wieder einen etwas anderen Zuschnitt haben, aber ein IKWK-System in der Definition des Bundes hier auch mit den Stadtwerken Bayreuth dann in Betrieb nehmen werden. Also Sie sehen einen fachlich spannenden Zuschnitt und wirklich auch schön durch die unterschiedlichen Regierungsbezirke zu reisen und unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten der KWK kennenzulernen, uns nochmal vor Augen zu führen und damit hoffentlich natürlich Nachahmungseffekte zu entfachen. Das war ja Ziel dieser KWK Roadshow. Wir haben eine Technologie, die unterschiedlich, aber maßgeschneidert, dezentral sofort verfügbar ist und eben sofort wichtige Impulse und Beiträge in der Energiewende liefern kann. Und das glaube ich, war dem Staatsminister sehr wichtig und deswegen hat er diese KWK Roadshow ins Leben gerufen. Aber dazu wird uns jetzt der Herr Dr. Nickel, der Ministerialdirigent aus dem Wirtschaftsministerium, den ich sehr begrüßen darf, genauso wie den Herrn Dr. Rudolph, den Referatsleiter für Kraft-Wärme-Kopplung, glaube ich, nähere Ausführungen geben. Herr Dr. Nickel. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Brautsch, Oliver Mayer, sehr geehrter Herr Brandner, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dann zusammen mit meinem Kollegen Dr. Armin Rudolph der heutigen Roadshow hier in Aichach teilnehmen dürfen, dass ich ein Grußwort in Vertretung des Ministers sprechen darf, von dem ich Sie ganz herzlich grüßen darf, zu einem Thema, das von außerordentlicher Bedeutung ist. Herr Bartsch hat es auch gerade ja schon angedeutet. Ich möchte über das, was Herr Bartsch gerade eingangs angesprochen hat, nämlich die CO2-Reduzierung, noch einen Schritt zurückgehen und Ihnen nochmal die gesamte Situation und damit auch die Dramatik eigentlich unserer Herausforderungen vor Augen führen. Es ist nämlich gar nicht so lange her, nämlich im März dieses Jahres haben wir 10-jähriges Jubiläum von Fukushima gefeiert, in Anführungszeichen bitte. Sind Sie gerade 10 Jahre her, im März 2011 war dieses Unglück in Japan, woraufhin kurz danach in Deutschland die Entscheidung getroffen wurde, früher als ohnehin schon geplant aus der Atomenergie auszusteigen. Das war der eigentliche Anlass für den Start der Energiewende. Warum ist es wichtig zu betonen? Weil durch den Ausstieg aus der Atomenergie die Notwendigkeit bestand und besteht, diese grundlastfähige Energie zu ersetzen mit einer möglichst grundlastfähigen Alternative. Und der Ausstieg aus der Atomenergie hat gute Gründe. Das ist politisch entschieden worden. Und das war der Grund, um die Energiewende zu starten. Und wir wissen aus ganz aktuellen Entwicklungen, die ja an Dramatik kaum zu überbieten sind und wirklich sehr stark beginnend auch die letzten Jahre, dass die Energiewende immer mehr im Lichte des Klimawandels mit der Notwendigkeit der CO2-Reduzierung gesehen wird. Aber da kommen jetzt zwei Dinge zusammen, die die Dramatik erst beschreibt. Der Ausstieg aus der Atomenergie muss grundlastfähige Energie ersetzen. Die Notwendigkeit, CO2 zu reduzieren, führt zu einem weiteren Ausstieg aus grundlastfähiger Energie, nämlich der Kohleverstromung. Und jetzt haben wir die Situation, dass beides zusammenkommt. Und wir die Notwendigkeit haben, in dieser Situation trotzdem ein sicheres System zu etablieren, ein bezahlbares und nachhaltig, das impliziert ja schon die CO2-Reduzierung, ein nachhaltiges Energiesystem, was wir als Zieldreieck definieren, zu erzeugen.
Und wenn man gleichzeitig betrachtet, Herr Brautsch hatte ja kurz die Zahlen dargestellt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien, die der Schlüssel dazu darbringen, in den verschiedenen Bereichen doch mehr oder weniger gering sind, dann zeigt es, wie notwendig das ist. Dazu kommt, das Beste ist, das ist auch schon, Oliver Mayer hat es ja schon gesagt, die Energie, die wir gar nicht verbrauchen, ist die allerbeste Energieform. Wenn wir die Energie aber trotzdem benötigen, dann müssen wir so effizient wie möglich einsetzen. Und die Energie, die wir brauchen, müssen wir erneuerbar erzeugen. Wir nennen das einen Energiedreisprung. Und die KWK hat hier ja den großen Vorteil, dass sie, dass die Techniker wissen das besser als ich, ja ein Höchstmaß an Effizienz erzeugt. Also bei diesem zweiten von drei Sprüngen spielt die KWK eine ganz entscheidende Rolle, weil sie eben Wirkungsgrad hat wohl bis zu 90%, was wohl herausragend ist. Dazu kommt, die Abbildung war auch schon, ist schon gezeigt worden, dass wir, um Ihnen nur drei Zahlen zu nennen, im bayerischen Endenergieverbrauch 50% Wärmeverbrauch, Energie für Wärmeerzeugung haben. Mal 20%, jetzt etwas über den Daumen gepeilt, Strom, 30% Verkehr, 50% Wärme. Und jetzt bringen wir die Notwendigkeit der Effizienzsteigerung zusammen mit der Notwendigkeit, auch im Wärmesektor erneuerbare Energien voranzubringen. Beim Strom sind wir etwa bei 50%. Im Wärmebereich waren es 15%. Ich habe sogar eine geringfügig niedrigere Zahl errechnet bekommen, aber die Größenordnung stimmt. Das heißt, wir müssen im Wärmebereich unbandig vorankommen. Und in der Kombination von Effizienz und Wärme ist KWK ein einzigartiges Instrument und deswegen so von großer Bedeutung. Und deswegen ist es auch Minister Aiwanger so wichtig, Kraft-Wärme-Kopplung voranzubringen. Und deswegen haben wir auch diese Roadshow mit auf den Weg gebracht, um Sie zu informieren, um Sie zu motivieren, zu stimulieren, sich mit Kraft-Wärme-Kopplung zu beschäftigen, weil da so ein einzigartiger Schlüssel drinsteckt in dieser Technologie, die man unbedingt nutzen muss. Energiepolitisch notwendig, dass wir die erneuerbaren Energien voranbringen, dass wir die Effizienz steigern, um all diese Ziele, Klimaziele, aber auch Energiewendeziele ursprünglicher Art zu erzeugen. Staatsminister Aiwanger hat deswegen vor 2 Jahren ein Aktionsprogramm auf den Weg gebracht, in dem neben vielen anderen Themen gerade auch die KWK eine große Rolle spielt. Das ist ja bei uns im Ministerium, Armin, geradezu die Bibel, nach dem wir arbeiten. Hier sind wirklich Maßnahmen drin von PV, Wind, Geothermie, Effizienzsteigerungen im Gebäudebereich und dergleichen mehr. Die energiepolitischen Ziele zu erreichen, die wir brauchen. Ich sage aber auch, wir kommen nicht drum herum, bei allen Anstrengungen der Effizienzsteigerungen, bei allen Anstrengungen, erneuerbare Energien voranzubringen, heimisch bei uns zu Hause, dass wir den Anteil an erneuerbaren Energien, den Anteil von außen importierten erneuerbaren Energien steigern müssen. Ich teile nicht den Optimismus mancher Verbände, dass wir den gesamten Bedarf erneuerbaren Energien heimisch werden decken können. Sie kriegen ja auch mit, was an Widerständen bei der Windenergie beispielsweise läuft. Sei es politisch, ich will es jetzt nicht vertiefen, 10H, sei es natürlich einfach vor Ort. Wir sehen diese Widerstände langsam wachsen bei der Freiflächen-PV. Bei der Geothermie gibt es dort, wo es eben relevant ist, auch diese Widerstände. Mit diesen Widerständen müssen wir umgehen. Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen, müssen sie überzeugen. Wir müssen vor allem, und das ist jetzt auch wieder ein Thema für die KWK, und da hat Herr Bürgermeister Habermann das ja auch schon angesprochen, wir müssen Wertschöpfung vor Ort generieren, Wertschöpfung vor Ort erzeugen, wo die Kommunen partizipieren, über Gewerbesteuer beispielsweise, das ist bei Windkraft ein unterschätztes Thema.
aber gerade auch die Bürger, indem sie sich über Bürgergesellschaften, Genossenschaften beteiligen können, um diese Energiewende, um die erneuerbaren Energien zu ihrem eigenen Thema auch zu machen. Das ändert nichts daran, dass keine Kommune autark sein wird und sein kann, auch wenn sie mehr erzeugt. Man ist eingebunden in ein Gesamtsystem, zu dem letztlich auch Übertragungsnetze gehören, Speichermöglichkeiten gehören, ein komplexes System an Interaktion zwischen Erzeugung und Verbrauch, Stichwort Smart Grid und dergleichen mehr. Stichwort Sektorenkopplung ist auch schon gefallen. Auch da spielt die KWK eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind deswegen auch bemüht, die Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung zu verbessern, Verbesserungen beim Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, beim KWK-Gesetz voranzubringen. Es ist, EEG spielt eine Rolle bei der Einspeisung ins Netz. Auch da konnten wir beim aktuellen EEG Verbesserungen realisieren. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, weil beispielsweise für ein-, Zweifamilienhäuser Nano-KWK einfach zu teuer ist. Da braucht man nicht drum herumreden, obwohl es eine interessante Option ist. Also die Technik muss günstiger werden, aber wir können als Staat uns nicht daraus zurücknehmen, hier die Rahmenbedingungen zu verbessern, Förderprogramme auch weiterzuentwickeln, aber auch in Forschung zu investieren, beziehungsweise mitzuhelfen über die Förderung von Forschungsprogrammen, dass hier KWK noch besser wird. Aber auch daran mitzuwirken, und das tun wir heute und in der Roadshow insgesamt, Sie zu informieren, Sie zu motivieren, dass Sie den Mund wässrig bekommen, sozusagen auch bei sich zu Hause stärker noch mit KWK zu beschäftigen, die Vorteile zu erkennen und daran mitzuarbeiten, wie es bei Ihnen in Eichach läuft, Herr Bürgermeister, die Kombination aus Kraftwerk, in dem Fall Biomassekraftwerk, weil da auch echte Potenziale noch drinstecken, ich will jetzt die gar nicht vertiefen, Nahwärmenetze und eben auch letztlich direkte oder eben auch indirekte Beteiligung der Kommune an einem solchen Energiesystem. Also im Grunde eine eierlegende Wollmilchsau KWK, wo ich Sie ermuntern möchte, wirklich sich damit zu beschäftigen und voranzukommen und Ihren Beitrag damit auch zu leisten, zur Erreichung der erwähnten Ziele mit den Vorteilen, die Sie vor Ort realisieren können. Bleibt mir noch, mich bei Ihnen für die Teilnahme zu bedanken, mich zu bedanken für die Gastfreundschaft bei Ihnen, mich zu bedanken für die Partner der Roadshow, Herr Brautsch, Oliver Mayer, Bayern Innovativ mit den Kollegen und den anderen Beteiligten. Es ist eine Riesensache. Die werden wir auch schauen, dass wir es in geeigneter Form fortsetzen werden, ob wir das über die Landesagentur machen oder über sonst jemanden. Wir müssen weiter durchs Land reisen. Nur dadurch können wir die Leute mitnehmen, motivieren an der Energiewende ursprünglicher Art, aber auch vor allem neuerer Art, Stichwort Klimawandel, mitzuarbeiten, hier die Ziele zu erreichen. Ich wünsche der Veranstaltung gutes Gelingen. Danke für die Aufmerksamkeit. Herr Dr. Nickel, vielen Dank für das Grußwort und vielen Dank auch nochmal für die Unterstützung. Ich kann das nur bestätigen, dass beispielsweise das Bayerische Energieforschungsprogramm, das ja aus Ihrem Haus läuft, hat viele auch dieser Projekte hier, die wir schon genannt haben, entweder vorher konzeptionell, aber dann auch über Demonstrations- oder Entwicklungsvorhaben mit unterstützt. Und so ist natürlich jetzt vieles in die Wege gekommen. Wir haben sehr viel gelernt, auch die letzten 10 Jahre ganz intensiv. Und wir versuchen das jetzt über solche Veranstaltungen auch zu multiplizieren und zu streuen, dass diese Effekte natürlich dann auch zur Nachahmung animieren. Ja, besten Dank dafür. Wir kommen nun zum Hauptvortrag, hätte ich fast gesagt, des heutigen Nachmittags. Es geht um die Projektvorstellung dieses Biomasse-Heizkraftwerkes. Und das kann sicherlich niemand besser als der Richard Brandner, der Geschäftsführer der Biomasse-Wärmeverbund Eichach GmbH, so ist es richtig, der wirklich mit dem Kraftwerk verheiratet ist und jede Schraube darin kennt. Herr Brandner, bitte. Gut.
Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott. Ich mag es ganz pauschal, alle miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt muss ich was schauen von der Technik, wahrscheinlich nur weiterdrücken. Ja, genau. Ja, ich freue mich, dass ich unser Projekt, das Biomasse-Heizkraftwerk, hier vorstellen darf. Wir sind ja seit 1995 gestartet mit unserem Heizkraftwerk und das war eins der ersten Slogan, die wir ins Leben gerufen haben, sichere Energie aus unserer Heimat. Wir haben ja heute schon die Wertschöpfung gehört, unserer Heimat. Und das war eigentlich der Grundgedanke, wir wollen regionale Kreisläufe fördern. Der Grundgedanke war natürlich auch die CO2-Einsparung. Es sind ja heute sehr viele Fachleute da. Ich brauche das nicht zu vertiefen, dass wir uns im Kreislauf der Natur bewegen, dass es für uns sehr wichtig ist, dass die Energie nachwächst. Das heißt, die CO2-Menge wird da wieder aufgenommen von der Pflanze und gibt es dann bei der Verbrennung wieder frei. Das war eine der grundlegenden Bereiche. Herr Bürgermeister Habermann und Aufsichtsratsvorsitzender unserer GmbH hat ja schon vorgestellt, dass die Stadt Aichach mit 63% beteiligt ist und der Landkreis Aichacher-Friedberg mit 37%. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch erwähnen, dass bis zum Jahr 2011 noch die Waldbahn mit im Boot saßen. Das war uns am Anfang sehr wichtig, um einfach auch die Rohstoffquellen einen Zugang zu haben zu den Waldbesitzern. Und im Jahr 2011 wurde aus dieser Dreierkonstellation eine rein öffentlich geführte Anlage, was wesentlich größere Vorteile noch hat zur Umsetzung. Über 60% der erzeugten Wärmeenergie gehen in öffentlichen Liegenschaften vom Landkreis und der Stadt Aichach. Und das war natürlich ein Garant dafür, dass die Anlage auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Weil als Geschäftsführer einer GmbH, wissen Sie, kann man nicht nur von schönen Worten leben. Am Ende des Jahres gibt es einen Jahresabschluss. Es gibt dann viele Leute im Aufsichtsrat und auch der Politik. Und da ist auch entscheidend, dass zu der energetischen sinnvollen Nutzung natürlich auch eine Wirtschaftlichkeit der Anlage gegeben ist. Nur dann kann man sich so lange auf diesem Markt behaupten und wir sind seit 1995 ja schon in diesem Bereich unterwegs. Die Vorteile der energetischen Nutzung von Biomasse ist Ihnen, glaube ich, auch hinlänglich bekannt. Ich möchte nur einige noch nennen: Verwendung eines nachwachsenden erneuerbaren Energieträgers, Einsparung von begrenzt verfügbaren fossilen Energieträgern. Da muss ich dazu sagen, 1995 haben wir gesagt, das Öl reicht ja gerade noch 20 Jahre. Jetzt sind wir schon 25 Jahre im Geschäft und 26 Jahre eigentlich. Und wir haben immer noch Ölmengen, die gefördert werden, aber es ist einfach ein zu wertvoller Rohstoff, um in den nur Wärme zu erzeugen, sondern es müssen ja andere Produkte erzeugen werden. Krisensicherer Energieträger, Reduzierung der Abhängigkeit von begrenzt verfügbaren Energiequellen und Brennstoffimporten. Wir haben vorhin gesagt, Wertschöpfungskette, regionale Kreisläufe. Da passt natürlich Brennstoffimporte nicht dazu. Wir in Aichach ersetzen rund 2 Millionen Liter Heizöl jährlich. Gehen Sie mal von 50 Cent Rohstoffpreis aus. Das ist 1 Million Euro, die aus der Region rausgehen. Im Gegenzug kaufen wir für 700.000 Euro Brennstoff aus der Region ein. In einem kleinen Bereich von rund 50 Kilometer. Diese 700.000, 800.000 Euro bleiben in der Region und können in der Region auch wieder ausgegeben werden. Da sieht man dann schon für so eine kleine Anlage, wie wir in Aichach hier draußen haben, welche Wertschöpfung auch regional generiert werden konnte. Minderung des Treibhauseffektes, Einsatz erprobter Technik mit vorhandenem Entwicklungspotenzial. Das ist sehr schön umschrieben. Wir haben heute Vertreter von Gammel Engineering dabei, die uns auch schon seit 26 Jahren begleiten. Das ist auch was Seltenes, dass ein Ingenieurbüro so lange oder dass man so lange mit einem Ingenieurbüro zusammenarbeitet. Das heißt, wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir hatten nämlich 2009 einen größeren Störfall in der Anlage, wo man dann auch merkt, das Entwicklungspotenzial war noch vorhanden und wir mussten das erst erkennen und mussten das erarbeiten. Aber gemeinsam haben wir das geschafft und sind somit auf einen guten Weg, den guten Weg weitergegangen.
Regionale Verfügbarkeit der Energieträger, geringe Umweltbelastung bei Unfällen. Mancher wird sich fragen, was soll dieses Thema Unfällen und so weiter. 2 Millionen Liter Heizöl müssen erst nach Aichach transportiert werden. Wenn irgendwann wieder Tanker strandet und so weiter, dann sieht man wieder, was plötzlich Öl im Wasser ausmacht. Und wenn Sie mal bei 2 Millionen Liter Heizöl umrechnen, wie viele Tanklastzüge da durch Aichach fahren müssten, um hier die Energie zu den einzelnen Kunden zu bringen, da ist Biomasse, die von den Landwirten geliefert wird, mit einem Hänger, Sie werden das draußen dann sehen, wesentlich umweltschonender. Die Stärkung der heimischen Energie haben wir schon erwähnt. Einige technischen Daten zum Heizwerk. Seit 1996, 97 sind wir im Betrieb. 95 wurde begonnen, Umbau 2007 in ein Heizkraftwerk. Leistung des Biomassekessels 5,8 MW. Leistungsspitzenlastkessel 3,2 MW. Der Ölkessel ist auch ein Spitzenlastkessel mit 3 MW. Dann haben wir noch einen Wärmecontainer für Havariefallen, können wir also schnell 2 MW zur Verfügung stellen, sodass wir hier mit der Ausspeisung des Kreiskrankenhauses, weil das war uns sehr wichtig, wir haben einen Wärmeverbund mit einer Länge von 25 Kilometer Nahwärmenetz durch Aichach verlegt. Und dort war das Kreiskrankenhaus auch ein wichtiger Partner. Das Kreiskrankenhaus hat 3 Kesselanlagen und wir haben von Anfang an das Krankenhaus mit in das System mit eingebunden, dass auch Energie aus dem Krankenhaus in das Netz eingespeist werden kann. Das war eine wichtige Sicherheitskomponente für uns. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Wärme in das Krankenhaus eingespeist. Insgesamt haben wir 15,2 MW Leistung draußen und man muss dazu sagen, wir haben eine Biomassedeckung von nahezu 98%. Also erschrecken Sie nicht, wenn der Spitzenlastkessel Gas, Öl dort steht. Der erzeugt nur 600 Megawattstunden an Wärmeenergie. Der Rest wird über die Biomasse erzeugt. Aber Sie brauchen eine 100%ige Redundanz. Wenn die Kesselanlagen ausfallen, müssen Sie natürlich die Wärmeversorgung aufrechterhalten. Das ist nämlich sehr wichtig, auch für die Psychologie der Anschlussnehmer. Sie müssen sich vorstellen, 1996, wie wir unseren Wärmeverbund gegründet haben, war das Neuland. Das heißt, plötzlich wird in Aichach eine Leitung verlegt. Da wird gefragt, ja, was wird denn da durch die Rohre geschickt? Wie warm ist denn das? Was habt ihr für Wärmeverluste und so weiter? Ja, könnte überhaupt 24 Stunden rund um die Uhr Wärme liefern? Dann gehen Sie raus als Unternehmer und sagen ganz klar, Sie haben einen schönen Koffer dabei, ein paar Prospekte und sagen, das Heizwerk steht aber noch gar nicht. Die Leute wussten ja noch gar nicht, wo kommt die Wärme her. Jetzt, wenn wir heute Nachmittag da rausfahren, ein bestehendes Heizwerk mit der Betriebserfahrung von 25 Jahren, ist es natürlich wesentlich leichter, Leute zu akquirieren oder an das Netz zu bekommen. Ja, Wärmeerzeugung seit 1997 278.000 Megawattstunden, Stromerzeugung 70.000 Megawattstunden und Heizöleinsparung. Mittlerweile sind wir bei 27 Millionen Liter seit Bestehen der Anlage. Das sind eigentlich schöne Zahlen, wo wir auch alle Beteiligten mit dem gesamten Aufsichtsrat stolz sind, dass die Umsetzung so geklappt hat. Ja, zum Brennstoff. Wassergehalt beträgt in der Mitte 42%, also ziemlicher feuchter Brennstoff. Die Technologie ist aber draußen so ausgelegt, dass dieser Brennstoff energieeffizient verbrannt werden kann. Waldtagschnitzel kommen aus der Region, haben wir schon erklärt. Hier bei der Bergung, das ist einmal ein Stückholz, wo draußen bei uns im Sissi-Schloss gemacht wurde. Aber letztendlich sieht es natürlich so aus auf der Anlage, das sind Hackschnitzel, die generiert werden. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Hackschnitzel draußen vor Ort gehackt werden, dann die Ware nur gehackt an das Heizkraftwerk angeliefert werden. Das Hacken zu bestimmten Zeitpunkten ist auch sehr wichtig für die Forstwirtschaft. Wir erfüllen hier noch einen zweiten Punkt. Das heißt, der Borkenkäfer ist in aller Munde. Momentan ist er wieder schwer am Fliegen. Das bedeutet, entweder hacken oder spritzen. Also entweder müssen Sie ein Insektizid auf die Stämme ausbringen, dass der Borkenkäfer vernichtet wird, oder Sie liefern die Ware zur energetischen Nutzung. Und das ist natürlich für uns ein zweiter Punkt, der hier sehr erfreulich ist.
Ja, und das sind unsere Waldbauern, die am Anfang als Ölscheichs einmal verkleidet waren und haben hier Brennstoffwerbung gemacht. Mit diesen Bildern musste man halt auch Werbung betreiben, um das plakativ darzustellen. Das ist von einem Schweizer Unternehmen damals gemacht worden. Wo liegen wir denn in der Technologie bei unserem OAC-Prozess? Sie sehen, der Biomasse-OAC-Prozess liegt irgendwo im unteren Bereich bei 1000, damals waren das noch 1000 Kilowattstunden, also 1 MW Strom. Mittlerweile sind die Anlage größer geworden. Wo liegen wir in der Wärme? Das war irgendwo bei 5000 Kilowattstunden. Der große Vorteil dieses OAC-Prozesses ist, ich brauche keinen 24-Stunden-Betrieb draußen aufrechterhalten, also kein Personalvorhalten, sondern die Anlage geht über ein Notsystem, Telefonanlage. Ich habe keinen Dampfprozess, der dies erfordert, sondern hier ist letztendlich die Betriebsführung ein Tick einfacher. Das Personal muss nicht ständig vor Ort sein. Ja, Besuchergruppen hat man natürlich auch draußen. Wir haben Guru oder Visionär war damals der Dr. Franz Alt draußen. Sie sehen auch unseren Bürgermeister Habermann. Lieber Herr Habermann, da waren wir noch ein paar Jahre jünger, wie das war. Ich war noch ein bisschen schlanker, sehe ich gerade. Aber so zehrt natürlich auch das ganze Unternehmen an einem. Aber es war interessant, wie viele Leute letztendlich auch unsere Anlage angeschaut haben. Mittlerweile, wir haben es nicht gezählt, aber irgendwo 2000 Leute waren da draußen, interessierte Besucher, die diese Anlage besichtigt haben. Wir sind dabei beim Umweltpark Bayern. Wir sind dabei bei Ökoprofit Energie. Hier sehen Sie auf der linken Seite unseren zweiten Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat vom Landkreis Eichach-Friedberg und meine beiden Mitarbeiter bei der Verleihung. Und als logische Konsequenz sind wir ein EMAS-zertifiziertes Unternehmen. Vielleicht sind einige Unternehmer unter Ihnen als Zuhörer, die EMAS-Zertifizierung ist nicht ganz ohne. Das heißt, das ist der höchste Umweltstand Europas. Und diese Anlage, so wie sie in Eichach steht, hat die Zertifizierung seit 2017 durchlaufen. Wir sind jetzt wieder neu zertifiziert worden. Das heißt, die Urkunde wurde wieder erneuert. Und das gibt uns natürlich wesentliche Vorteile, weil bei der Zertifizierung müssen die Mitarbeiter mit eingebunden werden über die ganzen Umweltpolitik. Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil. Ständige Verbesserung der Umweltleistung und Einhaltung der Rechtsvorschriften. Wir haben ja hier Vertreter dabei vom Wirtschaftsministerium. Ohne Rechtsvorschriften geht es nicht. Und ein Unternehmen muss natürlich gewährt sein, dass die Rechtsvorschriften eingehalten werden. Aber wir haben es einmal gezählt, es seien bei uns 142 Rechtsvorschriften, die wir einhalten müssen. Das heißt, da müssen Sie natürlich auch ständig auf Stand sein. Und deshalb sind diese Zertifizierungen auch so wichtig. Und nun kommen wir eigentlich zum Hauptbereich. Das ist das Energiekonzept bei uns draußen, was erstellt wurde, gefördert wurde das durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Ich betone das deshalb, weil es für uns sehr wichtig war. Ohne Förderung wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind ein analoges Kraftwerk, der Herr Professor Brautsch hat schon gesagt. Wir sind ein altes Kraftwerk, 1997 gebaut. Da war die Digitalisierung noch nicht so weit. Teilweise sind da Rechner draußen mit Windows 95. Also wer sich ein bisschen so in der PC-Technologie auskennt, das ist schon ganz zurück in der Zeit. Und jetzt sind wir den Weg gegangen zur Digitalisierung, weil nur wer die Brennstoffströme kennt, wer die Energieflüsse kennt, kann auch in die Optimierung einsteigen. Und ein wesentlicher Bestandteil der EMAS-Zertifizierung ist, dass man 95% seiner Energieströme kennt. Und wenn Sie Unternehmer sind, gehen Sie mal nach Hause und schauen Sie, ob Sie 95% von einem Kraftwerksbetrieb analysieren können ohne eine Digitalisierung. Mit der Digitalisierung sind wir jetzt bei Weitem über 98% gekommen. Die letzten 2% schaffen wir auch noch, aber wir haben hier einen großen Sprung nach vorne gemacht. Energiekonzept
war das die Projektkategorie. Dann gefördert habe ich schon erwähnt, das Projektvolumen waren bei 100.000 Euro, 40% war der Fördersatz. Projektbeginn war Mai 2019, Projektlaufzeit 2 Jahre. Was haben wir draußen gemacht? Die vollständige digitale Erfassung aller Energieströme im Heizkraftwerk in zeitlich hoher Auflösung. Das ist auch noch wichtig, weil nur wenn Sie die zeitlich hohe Auflösung haben, dann können Sie auch in die Optimierung einsteigen. Identifikation von Potenzialen zur Steigerung der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, nach der Datenerfassung geht es natürlich in die Optimierung rein. Entwicklung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von den Potenzialen, anlagentechnische Auf- und Umrüstung, regeltechnische Betriebsoptimierung, intelligente Steuerung, ökonomisch EEG-Direktvermarktung. Das heißt, die EEG-Direktvermarktung, das sind die Herausforderungen der nächsten Jahre. Unsere Anlage ist noch bis 2027 in der festen EEG-Bezuschussung, also der Energiepreis ist fest, danach fällt unsere Anlage raus. Wie übrigens auch viele andere Anlagen in Bayern. Und wenn Sie mal schauen, wie viele Anlagen die letzten 2 Jahre neu gebaut werden, da werden Sie vielleicht ein paar Anlagen finden, aber nicht viele. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, wenn ein Unternehmer sagt, ich investiere dann nicht in diesen Bereich, dass da was im Argen ist. Er traut sich momentan noch nicht und er sagt, das unternehmerische Risiko ist mir zu hoch. Deshalb ist es mir persönlich und auch für die Anlage sehr wichtig, dass künftig zeitnah die Weichenstellungen nach EEG gestellt werden, damit wir Planungssicherheit bekommen. Wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wo wir 3-4 Jahre noch haben zur Umstellung. Diese nutzt man natürlich intensiv. Diese Digitalisierung ist ein wichtiger Bestandteil, aber das ist nur ein Mosaik von vielen. Was ist passiert? Vorortaufnahme Kraftwerkstechnik, Konzeption der messtechnischen Erfassung. Insgesamt, ich habe es euch durchgezählt, ich glaube 40 Zähler oder 45 Zähler, was hier installiert worden sind mit der ganzen Infrastruktur. Begleitender Betrieb, die Mitarbeiter von Herrn Professor Brautsch waren vor Ort, haben sich das angeschaut, wir haben das ausgearbeitet. Ein EDV-Programm wurde hier geschrieben, um hier sehr schnell einen Zugriff zu bekommen zu diesen Daten. Dann wurde ein Energiekonzept mit Maßnahmen erstellt und letztendlich dieses Energiekonzept mit Maßnahmen werden wir jetzt dann in Kürze durchgehen. Und danach, das Monitoring ist noch sehr wichtig, das kann erst kommen, aber das ist auch ganz klar. Wir müssen schauen, haben wir das dann erreicht, was wir in der Studie uns vorgenommen haben, ist dann letztendlich das auch rausgekommen und kann das vielleicht sogar als Multiplikator für andere Unternehmen dienen. So sehen die Auswertungen aus. Wir haben also die Datenerfassung, Stromeinspeisung der ORC-Anlage. Das ist also hier im November 2020. Stromerzeugung war hier bei 621 Megawattstunden. Wie stellt sich die Energie dar? Dann haben wir hier die weitere Auswertung, der Strombezug des Monats November. Ganz rechts sehen Sie die 98,3%. Das ist also schon mal ein sehr guter Wert, wie wir die Energieströme analysiert haben. Es geht los, Kesselregelung, Netzregelung, Rauchgasventilator, ORC-Pumpe und so weiter. Das heißt, hier können Sie dann intensiv in die Anlage einsteigen. Dann war die Datenauswertung, Strombezug des Monats November. Welche Kilowattstunden sind in welche Verbraucher reingelaufen? Wie ist das prozentual zu sehen? Gibt es eine Optimierungsmöglichkeit in der Fahrweise der Anlage? Weil Sie müssen sich so ein Heizkraftwerk vorstellen, das ist wie ein Tropfen, der täglich tropft. Also wenn Sie da ein Wasser haben, das immer wieder durchgeht und man wird betriebsblind und man macht das ja schon immer so. Und dann sind solche Auswertungen sehr wichtig, weil es wird alles hinterfragt. Muss denn jetzt dieses Rauchzuggebläse mit dieser Leistung laufen? Genau zu diesem Zeitpunkt können wir da nicht andere Geräte ausschalten, damit die Leistungsspitze reduziert wird, damit der Energieverbrauch reduziert wird und so weiter. Das sind die Grundlagen, die für die Berechnungen erforderlich waren.
Sie sehen eine Vielzahl hier. Wir müssen jetzt das nicht alles so durchgehen, weil letztendlich ist es eine Energieoptimierung, die draußen durchgeführt wurde. Auch die, und das ist, wir haben vorhin immer vom Strom gesprochen, jetzt sind wir in dem Bereich der thermischen Leistung im Wärmenetz. Vorhin habe ich erwähnt, 25 Kilometer Nahwärmenetz durch ganz Eichach ist verlegt worden. Wir haben 1997 mit ein bisschen blauäugig sind wir da hingegangen. Das heißt, wir schließen die Altbestände an und dann wird das schon passen. Und plötzlich heißt es, jetzt müssen wir ein Nahwärmenetz optimieren. Wie schaut es mit der Rücklauftemperatur aus? Können die Verbraucher draußen überhaupt geringe Rücklauftemperaturen verkraften? Bringen die ihren alten Bestand noch warm mit einer Rücklauftemperaturbegrenzung von 55 Grad? Ist aber für uns sehr wichtig, weil wir natürlich dadurch den Pumpenstrom reduzieren können. Und man sieht dann plötzlich, wie tief man dann auch in die Liegenschaften der einzelnen der einzelnen Verbraucher reingehen muss, der Gebäude rein, das Schulzentrum muss man reingehen, man muss reingehen in Einfamilienhäuser, in Geschosswohnungsbauten und so weiter. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Hier sehen Sie auf der linken Seite über diesen grünen Balken einen kleinen orangen Balken mit 600 Megawattstunden. Das ist die Energieerzeugung, die tatsächlich bei uns draußen mit fossiler Energie erzeugt wurde. Das heißt, alles andere, das Grüne, ist Energie aus Biomasse. Also die Spitzenlastkessel, die hier draußen sind, das sind tatsächlich Redundanzkessel. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir noch 15 Tage Revision haben, wo dann der Spitzenlastkessel in der Revisionszeit, wo der Biomasseofen gewartet wird, mit fossiler Energie betrieben wird, dann ist die 600 Megawattstunden natürlich noch erstaunlicher, ist aber sehr wichtig. Optimierungspotenziale im Heizkraftwerk wurden dann ermittelt. Wir haben alle Energieströme nochmal gegenübergestellt. Und wenn ich sage wir, und das habe ich am Anfang leider erwähnt, vergessen zu erwähnen, wichtige Partner war unter anderem natürlich der Herr Professor Dr. Brautsch, aber auch der Herr Matthias Franz und der Herr Josef Bayer, die auch diesen Vortrag, seitdem du auf der rechten Seite IFE dort steht, erstellt haben. Also man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern die haben diese Studie gemacht und haben auch diesen Vortrag zusammengestellt, weil es auch ihr Projekt ist und deshalb stehen sie beiden nach unten. Ganz unten und es war sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben uns hier ergänzt draußen, aber auch fordernd, wie der Herr Professor Brautsch gesagt hat. Aber das ist bei solchen Projekten natürlich immer wichtig. Optimierungspotenziale wurden erkannt. Laut Emissionsbericht vom Januar 2021 beträgt der Restschauerstoffgehalt unserer Anlage 10,7% und das ist sehr hoch. Ist aber anlagenbedingt der Anlage geschuldet. Wir haben einen Lambda von 2. Und jetzt war ein Ansatz, die Optimierung der Verbrennung auf einen Lambda-Wert von ca. 1,4 runterzuführen. Das hätte folgende Vorteile: die deutliche Steigerung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades. Und wir reden hier über Potenzial von fast 70.000 Euro. Studie hat 100.000 Euro gekostet, 40% gefördert. Wenn wir das umsetzen, wäre die Studie schon in einem Jahr bezahlt. Also das ist so ein Punkt, der da rauskommen kann. Ob alles so funktioniert, müssen wir die nächsten Jahre natürlich mit dem Kesselhersteller durchsprechen. Aber Sie sehen auch, welche Potenziale da drin sind. Dann verhältnismäßige Verringerung des Abgasstromes. Das hat dann noch sehr gute Vorteile für die Einhaltung der neuen 44. BIMSCH. Das heißt, wir sind ja eine Altanlage. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 31.12.2024. Aber auch dann müssen wir die Grenzwerte der novellierten 44. BIMSCH einhalten. Steigerung des Abscheidungsgrades würde daraus resultieren, des Elektrofilters. Und damit wäre eventuell der Bestandsfilter ausreichend. Ein neuer Elektrofilter kostet um die 250.000 Euro. Wenn wir das über diese Lösung hinbekommen würden, wäre das natürlich wirtschaftlich sehr interessant für uns.
Hier nochmal eine kleine Grafik, wo wir denn liegen, wo Sie die rote Linie sehen. Das ist momentan die Messung, die Lambda-Messung von DEKRA. Der grüne dicke Balken, das wäre das neue Ziel, was wir uns setzen möchten. Und man sieht dann ganz auf der rechten Seite den Rauchgasvolumenstrom, der hochgeht bis auf 35.000 Kubikmeter. Würde man den Lambda-Wert nach unten drücken, würde man hier Restsauerstoff so fahren wie vorhin geschildert, hätten wir noch einen Abgasstrom von 20.000 oder von 15.000 bis 20.000 Kubikmeter. Das hat natürlich zur Folge, dass das Rauchzuggebläse bei Weitem nicht mehr so viele leisten muss. Einsparung von Stromenergie, höherer Wirkungsgrad der Brennstoffausnutzung und, wenn alles so kommt, Einsparungen des zweiten E-Filters, damit wir die 44. BIM-Schein halten können. Wo kann man das realisieren? Das heißt also, wo könnte hier der Rauchgasstrom weggezogen werden? Das heißt, wir müssten hier eine Rezirkulation nachrüsten. Entnimmt den Rauchgasgebläse aber vor dem Elektrofilter, das heißt also im Überdruckbereich. Da müssten natürlich noch Sicherheitsbereiche eingearbeitet werden. Letztendlich ist dieses Schaubild noch mit dem Hersteller genau abzustimmen. Und es könnte sein, dass das nächstes, übernächstes Jahr, vorausgesetzt die Technik gibt es Go, also vom Hersteller, umgesetzt werden könnte. Optimierungspotenziale, Belastung des Staubfilters, so wie vorher schon erwähnt, dass wir 20 Tage Stillstand haben und in diesen 20 Tagen Stillstand durch die Revision 420 Megawattstunden fossile Energie benutzt werden muss, weil der Biomassekessel da nicht zur Verfügung stand. Maximaler Volumenstrom 40.000 Kubikmeter haben wir vorhin schon erwähnt. Und die Firma Agroforst hat hier eine neue Technologie. Das ist der Effizienzbooster, der mit 6-7% und Lambda 2 auskommen sollte. Also wir können das sogar reduzieren auf Lambda 1,5 und würden dann die 44. BIMSCH-V dann einhalten. Warum ist das uns so wichtig? Ich hoffe, Sie können das sehen bis hinten. Es geht letztendlich um die Staubmenge, die eine Anlage ausstoßen darf nach der 44. BIMV. Und hier ist der Rest O2 sehr wichtig von der Berechnungsart. Und an dieser Folie sieht man, wie sich das ändert, wenn der zukünftige Grenzwert ab 2025 ist, der für uns bindet, mit 6% Sauerstoffgehalt hochgerechnet wird, dann hätten wir eine mögliche Staubemission von 30 Milligramm je Kubikmeter reingerechnet. Momentan sind wir bei 20 Milligramm pro Kubikmeter reingerechnet. Des Weiteren sind dann die Spitzenlastkessel draußen, die auch noch angepasst werden müssen. Der Gaskessel ist bei CO bereits im richtigen Bereich eingebettet. Bei Heizelkessel in der Mozartstraße und Heizhaus müssen wir noch geringfügig nachjustieren, aber das ist über eine Nachstellung des Brenners möglich, sodass wir auch hier in diesem Bereich die 44. BIMSCH einhalten werden können. Optimierungspotenziale Spitzenlast, das heißt, natürlich wird bei so einem System auch versucht zu rechnen, macht ein Pufferspeicher zur Pufferung von Verbrauchsspitzen Sinn? Das wurde überprüft. Können wir noch die Nachtabsenkung bei Großunternehmern ändern? Das bedeutet, wann geht eine Anlage aus der Nachtabsenkung raus, damit man also nicht jeder da früh um 5 Uhr in die Morgenspitze reingeht, sondern dass wir das entzerren können. Auch diese Berechnungen wurden hier durchgeführt. Und wenn man dann hier die Optimierungspotenziale vergleicht, dann hätten wir, wenn wir einen Pufferspeicher einbinden würden, einen Speicher mit einem Volumen von 60 Kubikmeter würden wir hier bei der Anlage draußen benötigen. Das ist natürlich schon einmal eine Hausnummer der Größe.
Und da laufen die Berechnungen noch. 600 Megawattstunden aus Spitzenlast, 200 Megawattstunden könnten ersetzt werden. Das heißt, dieses Potenzial steht zur Verfügung, würde dann ungefähr 42 Tonnen CO2-Emissionen ausmachen. Wenn Sie dann bei 100 Euro für die CO2-Abgabe rechnen, wären wir bei 4.200 Euro. Bei 60 Cent pro Liter Heizöl hätten wir Einsparungspotenzial von 13.000 Euro an fossilen Energiekosten. Wenn Sie das dann zusammenzählen, das können Sie dann gegenüberstellen, was ein 60 Kubikmeter Speicher kostet. Und dann gibt es eine Amortisationsrate und nach dem wird dann entschieden werden. Weitere Optimierungspotenziale stehen natürlich da bei dem Bilanzkühler. Wir kühlen im Jahr 11.700 Megawattstunden Wärme weg, um den OAC-Prozess im optimalen Bereich zu halten. Das schreit natürlich nach einer Sommerabnahme. Da sind wir dabei, einen Sommerkunden noch zu gewinnen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von vielen Nahwärmenetzen, dass die Sommerlast natürlich fast nicht gegeben ist. Und da ist es ein Glücksfall, wenn man hier einen Unternehmer findet, der im Sommer Energie benötigt. Derzeit laufen Gespräche mit einem Unternehmer. Das ist ein Asphaltmischwerk, das ab März, April Energie benötigt. Und die Asphaltmischung geht dann bis November. Und wir dann eigentlich im November wieder in unsere Volllast reingehen. Das würde sich ideal ergänzen. Aber auch da sind noch die letzten Berechnungen durchzuführen. Nur es schaut momentan sehr positiv aus, dass wir einen Sommerlastabnehmer in diesem Bereich finden können. Wir haben natürlich auch untersucht die Klärschaumtrocknung an der Kläranlage der Stadt Aichach, weil das ist immer natürlich ein Hauptbereich. Hier wäre das Potenzial gewesen, 1500 Tonnen im Jahr Klärschlammanfall. Der TS-Gehalt ist 26%. Zielwert der Trocknung, damit eine vernünftige Vermarktung wäre oder Verwertung des Klärschlammes wäre eine Trocknung von 90%. Sie sehen also, wir könnten also hier 1070 Tonnen pro Jahr Wasserkondensatmenge einsparen. Das würden dann 430 Tonnen im Jahr getrocknete Klärschlammmenge. Wenn man weiß, dass der Klärschlamm noch Tonne abgerechnet ist, dann ist das natürlich auch für die Kommune sehr interessant. Hier ist aber auch noch zu prüfen, ob ein Nahwärmeanschluss Sinn macht, weil die Entfernung sehr weit ist und ob die Vermarktung da ist. Aber auch das wurde durchleuchtet und wurde geprüft. Das wäre zusammenfassend von der Anlage. Wir sind noch mitten im Prozess. Draußen würde ich Ihnen gerne noch mehr zur Technik erläutern, weil es ist vor Ort wesentlich effizienter. Wir sind ja im Bereich der Effizienz, weil dann sieht man, wenn sich was dreht. In die Anlage ist es geräuschtechnisch leider nicht möglich, dass wir reingehen, aber in die Leitzentrale können wir gehen. Was bleibt mir übrig? Herzliches Dankeschön zu sagen an den Herrn Professor Brautsch mit seinem ganzen Team. Seine Mitarbeiter habe ich vorhin schon erwähnt, aber auch am Gammel Engineering und auch mit Herrn Ziegelmeier, Frau Reil und Herr Römer sind ja da. Aber Herr Ziegelmeier betreut uns jetzt auch schon lange und da möchten wir uns auch mal bedanken für die gute Zusammenarbeit. Und ich habe sogar geschrieben für die hervorragende Zusammenarbeit, das ist ja nachher Note besser. War schon wieder bloß bei guter Zusammenarbeit, aber sie war wirklich hervorragend. Und natürlich zum Schluss an ich sage schon an meinen Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Habermann, erster Bürgermeister, schon seit Anfang an mit dabei. Und ich weiß, dass das, was wir erreicht haben, ohne ihn so nicht wir erreicht hätten. Das sind nämlich immer mehr Leute, die so ein Unternehmen nach vorne bringen. Und ohne die Politik funktioniert das gar nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. für den Vortrag, der für diesen Anschluss an die Kollegin von Gammel Engineering und von Müllmann. Das ist ein wirklich sehr ambitioniertes Projekt.
Wir haben eine Projektverlängerung gebraucht. Das hat dann diesen ein Jahr nochmal verlängert. Denn der Aufbau dieser Digitalisierung in so einem Bestandskraftwerk ist nicht von der Stange. Das muss man mal, das haben wir gelernt bei dem Projekt. Und wir haben da wirklich auch viel geschwitzt und haben auch unsere Kollegen aus der Energieinformatik, die müssen auch nochmal nennen, damit angebunden. Aber es liegt dann an diesen präzisen Schlussfolgerungen, die man dann daraus entwickelt kann, lohnt sich. Aber auch da war der Dank an jemand München. Ähnliche Förderung würde ich jetzt an solches Kraftwerk nicht ohne weiteres angehen. Genau. Dann würde man schon strenger abwägen, ich glaube, wie amortisiert sich der Bestand. Aber wir sind jetzt da sehr gut aufgestellt. Auch mit Blick auf den Kosten, die jetzt am Anfang gleich weiter. Und wenn sich der richtige Weg und sich da auch mit den Bestandskraftwerken für die Effizienzsteigerung die vorzugehen. Gibt es jetzt Fragen an den Herrn Thema? Wir gehen ja nachher noch raus und sehen es dann ja auch, aber gibt es einen Vortrag? Bitte. Ja. Genau, ja. Ja, offenes Wort, jeder wollte, keiner konnte. Also es ist so, ich denke, dass politisch auch vom Aufsichtsrat der BWA, aber auch Kreistag, Stadtrat, jeder hätte das gerne gesehen, dass man hier diese Anlage anschließt, aber die Wege waren einfach zu weit. Das heißt, wir sind schon angehalten, auch wirtschaftliche Komponenten zu berücksichtigen. Es wurde Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Es wird dann das Potenzial an der Leitung links und rechts betrachtet. Es wird dann die Ausbaupotenzial mit betrachtet. Und da kam keine Wirtschaftlichkeit zustande. Die war so schlecht. Ich denke, wenn da die schwarze Null irgendwo in greifbarer Nähe gewesen wäre, dann hätte man dieses Gebäude angeschlossen. Aber da hätten es 100 Jahre, müssten es das Gebäude anschließen. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch noch drauf gezahlt. Leider ist es so nicht möglich gewesen. Wir haben nämlich dann auch nochmal Berechnungen durchgeführt. Neben dort ist das Vermessungsamt, die zur gleichen Zeit auch einen alten Kessel, haben wir mal gesagt, lass uns doch mit einer Nahwärmeverbindung vom Vermessungsamt drüberwärts in das neue Landratsamt gehen. Landratsamt baut eine Pelletanlage rein und versorgt dann das Vermessungsamt, bis wir dann vielleicht in 10 Jahren einmal in die Richtung kommen und dann schließen wir alles auf die Biomasse um. Leider war auch das wirtschaftlich nicht darstellbar. Und dann ist es so. Also es ist, ich kenne viele Projekte, bin ja schon lange in diesem Bereich unterwegs, viele Anlagen, Biomasseanlagen, die nur von Zuschüssen der Politik gelebt haben. Und Sie können sich diese Diskussionen dann irgendwann, ja, Sie können sich die vorstellen und irgendwann geht dann so eine Anlage letztendlich nicht mehr weiter. Und das wollte man in Aichach vermeiden, sondern es ist immer auch die wirtschaftliche Komponente noch eine tragende Komponente. Ja, wir sind jetzt bei 92% Wirkungsgrad. Wir mussten es bei IMAS-Zertifizierung müssen Sie es genau nachweisen, wie der Wirkungsgrad drin ist. Und wir liegen momentan in dem Bereich und hoffen dann durch diese Verbesserung, würde ich sagen, noch des Verbrennungsprozesses hier nochmal ein Stück nach oben zu kommen. Vielleicht ein Satz dazu, das muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob irgendein elektrisch versierter Mann unter Ihnen ist, aber diese Leute wollen in der Schaltschranktechnik, wollten die plötzlich Veränderungen vornehmen. Ich kenne die Ingenieure nicht, die wollen in meinem Schaltschrank rumschrauben und wir müssen dann 24 Stunden rund um die Uhr Wärme liefern. Deshalb war es immer eine harte Diskussion, wenn man sagt, wo wollt ihr eingreifen, ist das sicher? Weil morgen, wenn die Anlage steht, kommen die alle zu mir.
Also es musste alles eng abgestimmt werden und zum Schluss war es so, und deshalb hat sich das Projekt auch noch verlängert, dass dies alles nur gemacht werden konnte, wenn die Anlage komplett steht, das heißt in der Revision. Und Sie müssen es dann vorbereiten, dann haben Sie ein Zeitfenster von 10 Tagen und dann müssen die kompletten Schaltschränke auf Vordermann gebracht werden und auf die Digitalisierung umgestellt werden. Und dann müssen Sie auch sicher sein als Geschäftsführer, dass wenn die Herrschaften aus dem Hof rausfahren, dass die Anlage morgen auch noch vernünftig läuft. Mittlerweile sind Sie schon eine Zeit lang aus dem Hof draußen, sie läuft vernünftig, also alles richtig gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, vielleicht nehmen wir es wieder Platz, können ja Getränk auch mit zum Platz nehmen. Wir würden dann jetzt fortfahren, auch wenn, wir haben es gerade gesagt, sich vielleicht jeder freut, dass man endlich wieder mal im Austausch ist und auch in so einer Kaffeepause auf so einer Tagung das ein oder andere Thema hin und her spielen kann. Das liegt ja lange zurück, dass die Tagungen in dieser Art stattfinden konnten. Muss es jetzt weitergehen oder wird es jetzt weitergehen? Freut mich ganz besonders als nächsten Referenten auch einen wirklich langjährigen Wegbegleiter, den Herrn Letalik von Carmen, begrüßen zu dürfen. Das Thema Biomasse ist in Bayern ja schon immer, sage ich mal, ganz eng mit Carmen verbunden. Und darum freut es mich, Herr Letalik, dass Sie heute das Multitalent Biomasse vorstellen. Wärme, Strom, KWK. Bitteschön. Grüß Gott miteinander, Herr Professor Brautsch, Dankeschön für die Begrüßung. Ich möchte auch Ihnen, Herr Bürgermeister Habermann und Herr Professor Mayer, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Veranstaltung ausgerichtet haben. Denn es ist nicht die Regel, dass solche Präsenzveranstaltungen gemacht werden. Ich wäre Ende September beim BIFA gewesen in Augsburg. Die wollten ein schönes Jubiläum feiern. Da ist jetzt per E-Mail rumgegangen, dass diese Veranstaltung abgesagt ist. Also Respekt und herzlichen Dank, dass wir hier heute sein dürfen. Herr Dr. Rudolph ans Wirtschaftsministerium. Ich hätte natürlich auch gerne Herrn Dr. Nigel gedankt, weil er ist ja zuständig für Carmen im Wirtschaftsministerium. Vielen Dank, dass Sie uns aus dem Ministerium, dass Sie uns mit Mitteln versorgen und uns den Rücken stärken. Ja, gehen wir gleich weiter. Carmen ist ein eingetragener Verein und arbeitet seit über 25 Jahren für die bayerische Staatsregierung. Wir waren 20 Jahre lang im Landwirtschaftsministerium angesiedelt und sind jetzt im Wirtschaftsministerium. Die Arbeit und der Bedarf ist der gleiche geblieben. Organisiert sind wir als e.V. mit jetzt 86 Mitgliedern. Also wir haben Firmen, Kesselhersteller, Ingenieurbüros, wir haben Institutionen in unseren Reihen, sodass unser Netzwerk ganz gut funktioniert. Und wir arbeiten in Straubing auch sehr gut zusammen mit dem Technologie- und Förderzentrum. Dort gibt es ja auch die Förderabteilung für unser Heizwerksprojekt Bioklima und natürlich mit der TU München, Campus Straubing. Dort in Straubing haben wir da eine sehr schöne Zusammenarbeit vor Ort. Dann kommen wir zum Thema Multitalent Biomasse. Sie sehen hier eine ziemlich aktuelle Grafik über die Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei uns in Deutschland. Sie sehen, man kann hier von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Die Grafik geht deutlich nach oben. Natürlich, wenn man dann so ein bisschen in die einzelnen Säulen hineinguckt, dann sehen wir, dass unten dunkelblau Kontinuität besteht. Das ist die Wasserkraft, die ja historisch seit vielen zig Jahren eine Rolle spielt. Dann kommt die zweite Blaufärbung mit der Windkraft an Land und hellblau Windkraft auf See. Dann die Photovoltaik. Und dann sehen Sie den dunkelgrünen Bereich, der repräsentiert die Stromerzeugung aus Biomasse, aus fester Biomasse. Die hellgrüne Säule ist dann die Stromerzeugung aus Biogas. Also wir haben hier
nicht die überwiegende Rolle in der Biomasse, Stromerzeugung, die feste Biomasse, sondern das sind nach wie vor die 4000 Biogasanlagen, die das bewerkstelligen. Aber wir haben doch einen gleichbleibend guten Anteil in der Stromerzeugung aus fester Biomasse. In der Wärmeerzeugung sieht es ganz anders aus. Die zeige ich schon auch immer sehr, sehr gerne, diese Grafik. Wir sehen, dass erneuerbare Wärme im Grunde genommen fußt auf Biomasse. Ja, also alles, was nicht grün ist, ist nicht Biomasse. Da haben wir dann einen kleinen Fleck Orange, Umweltwärme, Geothermie. Umweltwärme sind ja die Wärmepumpen dementsprechend und dann die Solarthermie, die eine Rolle spielt. Wir haben viele Millionen Anlagen auf den Dächern, sind berechtigt und wichtig, aber eine Wärmewende ist eben ohne Biomasse überhaupt nicht vorstellbar. Wir haben also etwa 85% der Wärme aus erneuerbaren Energien wird von der Biomasse geleistet. Insgesamt liegt der Wärmeanteil, das haben wir vorhin in der Grafik schon gesehen, gut, dass die Zahlen sich decken mit denen, die schon gezeigt wurden. Ist immer spannend, je nach Recherche, was rauskommt, aber wir liegen bei knapp 15% erneuerbare Wärme im Bereich der gesamten Wärmeversorgung in Deutschland. Ja, und hier nochmal dieses Tortendiagramm, nochmal die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien. Sie sehen die gleichen Färbungen, grün dominiert. Und da sehen Sie eben ganz anders, also praktisch andersherum, ist hier eben die Biogaswärme ein wesentlich kleinerer Teil der Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren als die feste Biomasse. Im Strom dominiert das Biogas, im Wärmesektor, da dominiert die Biomasse. Also hier in diesen Tortenstücken haben wir natürlich alles vom Heizwerk, von den Heizkraftwerken. Wir sehen nachher eins, ich freue mich sehr, Herr Brandner, diese gestandene Anlage besichtigen zu dürfen. Wir haben aber auch Scheitholzkessel und Scheitholzkaminöfen, die viele Millionen Festmeter Holz verfeuern mit dementsprechenden Wirkungsgraden. Also das nur, falls es mal zur Debatte kommt, ob wir mit unseren Heizwerken die Wälder leer räumen. Ich sage immer, nein, das tun wir nicht. Wenn überhaupt, dann tun es andere. Aber wir haben genügend Vorräte, um hier mit Holz in der Wärmewende mitzuwirken. Ich habe mir gedacht, wenn ein Heizkraftwerk von anderen Branchenkollegen, Kolleginnen vorgestellt wird, dann fokussiere ich mich heute mal auf die kleine dezentrale KWK aus Biomasse, und zwar in dem Fall die Holzvergaseranlagen. Warum mache ich das? Wir haben uns mit dem TFZ zusammen vor gut 5 Jahren ein Förderprogramm ausgedacht, bei dem KWK aus Biomasse in Form der Holzvergaser bezuschusst werden konnte. Und da haben wir etwa 15 Anlagen bekommen, die hier bezuschusst worden sind. Die haben wir evaluiert. Leider wurde das dann nicht mehr ermöglicht, mit Zuschüssen zu arbeiten, weil einfach aus Brüssel die Leute gesagt haben, hier Einspeisung des Stromes nach EEG, das ist das eine, dann dürft ihr nicht bei der Investition dann nochmal einen Zuschuss geben. Das fanden wir ein bisschen schade. Sie sehen hier eine Spanneranlage. Ich will keine Werbung machen, es kommen andere Namen dann auch noch, werden dann auch noch genannt. Eine kompakte Holzvergaseranlage mit etwa 45 kW elektrischer und 90 kW thermischer Nutzleistung. Das ganze System, wir sehen hier, der größte Brocken ist eine Schleuse, durch die der Hackschnitzel hineinfällt und dann über diese Steigschnecke letztendlich in den Holzvergaser, in den Reformer geführt wird. Warum diese Schleuse? Das dient einfach der Sicherheit und dem geschlossenen System, dass wir eben keine Rückbrandproblematik haben können. Der Holzvergaser ist dann das zentrale Element, wo aus dem Holz
ein sogenanntes Schwachgas, also ein Gas mit etwa 2 Kilowattstunden Energiegehalt. Biogas haben wir ja 5,5 Kilowattstunden, Erdgas 11 Kilowattstunden. Also dieses Biogas erzeugt wird, das dann über eine Kühlstrecke gekühlt wird und nochmal gereinigt wird. Das ist ja das A und O, dass ein sauberes Gas ohne diese Kleinstteerpartikel etc. dann im Motor ankommen. Sie wissen, die Holzvergaserautos, die vor vielen 70, 80 Jahren gefahren sind, die mussten alle 2 Stunden die Maschine reinigen, weil eben eine Verteerung stattgefunden hat. Also hier Kühlung, Filter und dann eben im Anschluss daran eine Verstromung und Verbrennung im BHKW. Und dort spielt sich ja dann das ab, was wir eigentlich haben, nämlich die Kraft-Wärme-Kopplung, Strom- und Wärmeerzeugung. Sehen hier nochmal ein einfaches kleines Systemschaubild. Oben die Auskopplung der Wärme aus dem Prozess der Holzvergasung. Wir haben einmal eine Wärmequelle dort, wo das Gas gekühlt wird. Das sehen Sie mit diesem Systempfeil und hier oben dann eben die Kühlung des BHKW als zweite Wärmequelle. Und dann haben wir dementsprechend den elektrischen Wirkungsgrad, der ist jetzt hier mal mit 30%. Also das ist schon die obere Messlatte. Ich würde mal sagen, wenn ein Spanner oder eine Burkhardt-Anlage oder wie auch immer 27, 28 der Pelletholzvergaser vielleicht wirklich 30% Wirkungsgrad erreicht, dann haben wir doch vernünftige Wirkungsgrade dafür, dass wir mit kleinen dezentralen Anlagen zu tun haben. Ich habe gerade mit dem jungen Kollegen von 2G gesprochen. Da geht es im Biogasbereich um Wirkungsgrade von über 40%. Mal schauen, ob wir da mit dem Holzgas auch noch weiterkommen. So, und nun zu der Anlagenbeschreibung. Wir haben hier, wie schon gesagt, diese HK45, 45 kW elektrisch. Hier ist eine theoretische Wärme Auskopplung von 115 kW. Wenn man dann noch alle Verluste und so weiter mit reinrechnet im Umwandlungsprozess, dann haben wir eine Feuerungswärmeleistung von 190 kW. Was sehr schön zu rechnen ist, ist, dass diese Anlage 45 Kilogramm Holz, also relativ trockenes Holz, Qualitätsansprüche sind hoch. Wir dürfen also 15% maximal Wassergehalt in diesem Brennstoff, in dem Holzvergasungssystem haben. Ist ja klar, ich habe Ihnen ja gezeigt, Kühlung des Gases. Wenn Sie da mit feuchtem Holz arbeiten, dann kommt ein Haufen Wasser raus. Keiner weiß, wohin mit dem Wasser und so weiter. Also hier trockenes Holz mit 4,2 Kilowattstunden Heizwert. Dann kommen wir bei 45 Kilogramm pro Stunde Holzeinsatz auf ein System, was sich sehr, sehr gut rechnen lässt. Sie sehen hier nämlich bei 45 kW elektrisch, dass praktisch aus einem Kilogramm Holz genau eine Kilowattstunde Strom erzeugt wird. Das mal so als Daumenzahl. Und der Stundendurchsatz mit dem Energiegehalt ergibt dann wieder die 190 Kilowattstunden. Also dann sind wir wieder bei der Feuerungswärmeleistung von dieser Maschine. In dem Rechenmodell, was ich jetzt dann vorstelle, haben wir einen Jahresbedarf von etwa 340 Tonnen Holzhackschnitzel. So, und jetzt kommen wir in den Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung. Ich habe mich vor dem Vortrag natürlich auch informiert, was tut sich eigentlich im KWK-Bereich. Mir ist dann auch IKWK, Herr Professor Brautsch, über den Weg gelaufen. Extrem schnelle, flexibel, regelbare BHKWs. Ich stelle Ihnen heute hier mal ein klassisches System dar. Ein Blockheizkraftwerk mit Holzgas betrieben, das als Grundlast in einem Wärmenetz in einer Heizzentrale zum Einsatz kommt. Und diese Jahresdauerlinie hier, das ist so mit die wichtigste Grafik, mit der wir hier alle arbeiten. Sie sehen im Jahresverlauf die Wärmebedarfe
am kältesten Tag des Jahres muss ihre Heizanlage 100% der Heizlast abdecken. Die findet aber nur in wenigen Tagen des Jahres statt. Und dann haben wir eben Winterwochen, dann haben wir Übergangszeiten, dann haben wir hier nochmal Übergangszeit, haben immer auch nicht nur Heiz-, sondern auch Brauchwasser, Wärmebedarf. Und dann gehen wir halt in den Sommer über und dann geht eben der Wärmebedarf gegen Null, wenn wir hier nicht, wie Sie gesagt haben, Herr Brandner, dieser Neukunde vielleicht, der gerade im Sommerhalbjahr dann eben Wärme braucht oder ein Schwimmbad, ein Hallenbad oder sowas, dann haben wir eben hier diese Sommerlücke. Aber in dieses System mit maximal Heizlast 650 kW lässt sich eben ein 90 kW thermisch nutzbarer Holzvergaser sehr gut einbinden, der dann mit 7.500 Stunden in der Grundlast Strom und genutzte Wärme erzeugt. Einen zweiten Holzvergaser kaskadiert in diese Heizzentrale reinstellen, würde ich dann schon wieder nicht machen. Ganz einfach, weil wir dort dann vielleicht nur noch 4.500 Stunden Volllastbetrieb erreichen. Ob das mit dem neuen KWKG und Zuschlägen für flexible Stromeinspeisung gerechnet werden kann, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Also hier eine Maschine, die eben gut ausgelastet ist, in einem dementsprechend simulierten Wärmenetz. Natürlich haben wir hier eine gute Wärmebelegungsdichte mit etwa 2 Megawattstunden pro Meter und Jahr und haben auch dementsprechende Verbraucher. Sowas ist aber durchaus vorstellbar, haben wir auch in unseren Bioklimaprojekten. Wir betreuen ja 400 geförderte Nahwärmenetze in Bayern. Also solche Wärmesenkenkonstellationen sind vorstellbar. Die Zahlen brauchen wir gar nicht im Einzelnen durchzugehen. Ich habe einfach hier mal dieses Wärmenetz gerechnet, habe Investitionen angesetzt fürs Wärmenetz, habe einen bestimmten Wärmebedarf. Da haben wir 1000 Megawattstunden dort an Wärmebedarf, Verluste knapp 10%. Das ist bei einer Wärmebelegungsdichte von 2. Sie haben in Eichach mehr, weil sie einfach mit 25 Kilometer dementsprechend eine andere Wärmebelegungsdichte haben und die gesamte Stadt erschlossen haben. Also alle angenommenen Zahlen, Volllaststunden, Holzvergaser, 7.500 Stunden, dementsprechend die Stromerzeugung und so weiter angenommen, gehen dann in die Holzvergaseranlage rein mit etwa 180.000 Euro Investition. Gebäude habe ich jetzt kein eigenes Heizhaus gerechnet, sondern praktisch einen Stellplatz mit dementsprechenden Investitionsaufwendungen in dem Heizwerk, in dem auch der Biomassekessel und der Spitzenlastkessel steht. Die Zahlen haben wir hier schon gesagt, Stromerzeugung, Erlöse, Holzpreis habe ich über 100 Euro die Tonne angenommen. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir brauchen dort relativ fein gehackte Ware, die auch ohne Sandanteil und so weiter, also ohne Mineralik möglichst sein soll. Und dann haben wir hier mal 100 Euro angenommen. Ja? Das ist natürlich je nach Region, kann man da auch noch dementsprechend runtergehen. Geht es weiter, und das ist jetzt wichtig, wir haben hier Stromerzeugungskosten in Cent pro Kilowattstunde elektrisch. Und Sie sehen, dass diese Holzvergaseranlage in einer Vollkostenbetrachtung bei 7.500 Stunden mit allen Kostengruppen nach VDI 2067 gerechnet 24 Cent braucht, um eine Kilowattstunde Strom herzustellen. Ja? Und da sagt natürlich jeder, ja, wenn ich jetzt ein EEG habe, das EEG 2021, wo wir knapp 13 Cent jetzt wieder drinstehen haben, dann kann sich doch diese Anlage nicht rechnen, wenn es mich 24 Cent kostet und ich aber nur 13 Cent hier über das EEG bekomme. Ich rechne hier keine Eigenverbrauchsanlage, sondern bewusst eine EEG-Anlage. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, dass ich noch irgendwoher 11 Cent brauche, um bei den 13 Cent Einspeisung letztendlich auf die 24 Cent der Kosten zu kommen. Ja, und da habe ich mir gedacht,
Diese 11 Cent, die ich da benötige, muss ich über die Wärme, über den Wärmeverkauf bekommen. Eine Kilowattstunde Strom im Holzvergaser bringt 2 Kilowattstunden nutzbare Wärme. Das heißt, ich kann 2 Kilowattstunden Wärme verkaufen mit einer erzeugten Kilowattstunde Strom, um diese 11 Cent Kosten abzudecken, ja, diese 5,5 Cent. Und dann habe ich zu den eigentlichen, als eigenes Profit Center betrachteten Holzvergaser noch gesehen, was benötige ich noch in der Wärmeverteilung für Kosten. Die habe ich dann auch diesem Wärmeanteil des Holzvergasers zugerechnet und bin dann über Pumpenstrom, Instandhaltung des Netzes und so weiter auf einen Wärmepreis von netto 8,7 Cent gekommen. Wenn ich die von meinem Kunden bekomme, dann läuft diese Holzvergaseranlage, ich sage jetzt mal mit einer schwarzen Null, über den Verkauf des Stroms über EEG mit knapp 13 Cent und über einen Wärmeverkauf der doppelten Menge an Wärme mit 8,7 Cent. Das ist jetzt eine grobe Rechnung, aber ich glaube, dass ich nichts, oder ich bin mir sicher, dass ich da nichts vergessen habe, um einfach mal zu zeigen, dass wir dieses System nach wie vor auch auf einer wirtschaftlichen Basis uns vorstellen können. So, und jetzt komme ich in das ganz, ganz neue EEG 2021 rein. Dort sehen Sie, dass wir eine Untergliederung haben. Das ist frisch in Kraft getreten vor einem Dreivierteljahr. Eine Unterscheidung in Anlagengrößen von 1 bis 100 kW elektrisch, dann bis 150 kW und dann über 150 kW bis 20 MW. Ja, ich habe mir insbesondere die 1 bis 100 kW angeguckt, weil dort auch dieses Rechenmodell angesiedelt ist und dann die Größe 150 kW, weil es dort um die Ausschreibungsthematik geht. Die wollte ich hier heute auch nochmal Ihnen so ein bisschen näher bringen. Die Einspeisevergütung liegt aktuell bei 12,6 Cent für Anlagen bis 100 kW elektrisch. Sie dürfen hier, Sie müssen den, wie soll ich sagen, die Höchstbemessungsleistung dementsprechend berücksichtigen, mit der Sie mit diesen Anlagen ins EEG gehen. Und was man halt bedenken muss, je nach Inbetriebnahme des BHKW haben wir dann in der Zukunft pro Jahr der späteren Inbetriebnahme eine Degression von 0,5%. Also diese Einspeisevergütungen nehmen in den nächsten Jahren leicht ab. Nicht für die Anlage, die schon in Betrieb ist, sondern da geht es immer um das dementsprechende Inbetriebnahmejahr. Die Anlagen größer 150 kW müssen sich an einer Ausschreibung beteiligen. Hier gilt jetzt diese Höchstbemessungsleistung mit 75%. Also wenn Sie mit einer 200 kW installierten Nennleistung ins Rennen gehen, dann dürfen Sie nur 75% dieser 200 kW letztendlich auch am Ende, wenn Sie den Zuschlag bekommen, verkaufen. Hier muss man also aufpassen, dass man dementsprechend die Laufzeiten der Anlage berücksichtigt und eben diese tatsächlich bezahlte elektrische Leistung. Sie bekommen also ein BHKW, das 8.500 Stunden im Jahr läuft. Das bekommen Sie nicht 8.500 Stunden über diese EEG-Einspeisung bezahlt, sondern nur 75% mit der sogenannten Höchstbemessungsleistung. Das ist wichtig zu wissen. Sie müssen dann wissen, und wir sind jetzt, und das ist das Erfreuliche, wir sind jetzt hier in dem Bereich von deutlich höheren Einspeisevergütungen bei den Anlagen größer 150 kW, nämlich bei etwa 16,4 Cent pro Kilowattstunde erzeugten Stroms in Neuanlagen. Die Altanlagen, wenn Sie also mit einer Bestandsanlage, die langsam aus dem EEG droht rauszufallen, haben Sie dann sogar 18,4 Cent. Also hier hat
das Bundeswirtschaftsministerium in dem EEG 2021 nochmal einen etwas draufgelegt im Vergleich zu unserem letzten EEG 2017. Höchstbemessungsleistung haben wir schon drüber gesprochen. Wie ist ein solches Ausschreibungsverfahren zu sehen? Ich habe mit den Kollegen aus unserer Biogasabteilung noch mal länger mich unterhalten. Wir haben jetzt etwa 300 Megawatt, die in zwei Branchen übers Jahr gesehen ausgeschrieben werden in den nächsten 5-6 Jahren. In den zurückliegenden Jahren, seit es dieses Ausschreibungsmodell gibt, waren die regelmäßig unterzeichnet. Also man merkt, da ist an dieser EEG-Novelle im Bereich der festen Biomasse irgendwie, ich sage es mal ein bisschen salopp, noch etwas faul gewesen, weil ganz einfach an den angebotenen Strommengen, nämlich diese 300 Megawatt, da haben sich bei weitem nicht genügend Bewerber gefunden, um sich bei der Bundesnetzagentur für diese Stromerzeugung zu erzeugen. Also permanent unterzeichnete Ausschreibungsergebnisse. In 4-5 Tagen wird es die Ergebnisse der zweiten Tranche 2021, jetzt nach dem allerneuesten EEG 2021 geben. Wir sind sehr gespannt, was da dann diesmal herauskommt dabei. Herr Brandner, in diesen Ausschreibungsmodalitäten ist ja, das wissen Sie, da sind ja Biogasanlagen, feste Biomasse, es ist alles in einen Topf geworfen. Ich bin aber guter Dinge, dass eine solche Anlage wie Ihre OAC-Anlage mit der Optimierung jetzt mit dem IFE zusammen, mit einem exzellenten Wärmekonzept und mit stabilen Brennstofflieferanten. Sie haben zwar gesagt, die Waldbauern sind jetzt nicht mehr in der Gesellschaft mit drin, aber ich denke mal, dass wir hier in der umliegenden Gegend genügend Holz zur Verfügung auch haben zu vernünftigen Preisen, dass also solche Anlagen, wenn sie denn auch mal dann 2027 aus dem EEG rausfliegen, gute Chancen haben, diesen 10-Jahres Nachschlag zu bekommen, weil sie sich erfolgreich bei einer dieser Ausschreibungen bewerben werden. Ich habe hier geschrieben, Gebotshöchstwerte, die sinken, das haben wir ja schon gesagt. Bei Unterzeichnungen wird die übergebliebene Strommenge in die Folgejahre hineinprojiziert. Ob das dann sich immer weiter aufhäuft, das weiß ich gar nicht genau. Also die sind auf jeden Fall erstmal nicht unbedingt gleich verloren. Wie geht es weiter? Sie brauchen natürlich für eine solche Bewerbung, wenn wir jetzt mal an Neuanlagen denken, dementsprechend alle Genehmigungen müssen da vorliegen. Die müssen also vor ihrer Teilnahme an der Ausschreibung bereits vorliegen. Müssen Sie sich mal vorstellen, ein Heizkraftwerk oder eine große neue Biogasanlage vielleicht, da brauchen Sie eine BIMSCH-Genehmigung, Sie brauchen den Standort etc. Sie müssen diese ganzen Formalitäten erledigt haben und wissen aber gar nicht, ob sie am Ende bei der Ausschreibung dann zum Zuge kommen. Ja, müssen auch noch 60 Euro pro kW Sicherheiten hinterlegen. Naja, aber sie haben 36 Monate Zeit, um diese Anlage dann zu realisieren, also zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Und es gibt im EEG 2021 eine sogenannte Südquote, das heißt 50% der zugeschlagenen Megawattstunden müssen in einem südlichen Landkreis, die in aller Regel dann in Bayern oder Baden-Württemberg liegen, müssen solchen Anlagen zugeschlagen werden. Also hier hat man der Südschiene vermeintlich ein Zuckerchen gegeben. Ob das am Ende zum Tragen kommt, das werden wir dann sehen. Ja, das habe ich, glaube ich, schon gehabt. Das waren Ausschreibungsergebnisse. Bis 2019 bezuschlagtes Volumen, gucken Sie mal, na, also zweistellige Megawatt-Leistungen mit teilweise sehr niedrigen Zuschlagswerten, aber auch
hohen Zuschlagswerten. Es ist schon ein bisschen spannend, mit welchem Wert Sie in die Ausschreibung reingehen, ob Sie ans Limit nach oben gehen oder ob Sie sagen, ich lasse ein bisschen Puffer und so weiter. Am Ende muss natürlich mit Ihrer internen Kalkulation das Ganze vereinbar sein, das ist sowieso klar. Also die Durchschnittswerte liegen dann doch in einigermaßen vernünftigen Größenordnungen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Holzvergasern zurück, dass ich auch diese Anlagenhersteller hier nochmal dargestellt habe. Ich darf darauf hinweisen, dass wir im dritten Quartal 2021, spätestens erstes 2022, ein Statusseminar Holzvergaser von Carmen aus wieder anbieten, wo dann nur über Holzvergasung gesprochen wird. Sie sehen hier den Burkhardt als Pelletvergaser. Sie sehen Fröhling, Glock, habe ich ein Fragezeichen gemacht, ist irgendwie mal aufgetaucht, weiß ich nicht, wie viele Anlagen da im Felde stehen. Hagasner hat eine gut funktionierende, auch 20 kW elektrische Anlage. Holzenergie Wegscheid aus dem Bayerischen Wald. Diese Firma hat ein bisschen jetzt Probleme bekommen, hat aber auch 30, 40 Anlagen weltweit platziert. Spanner hat hier die meisten Anlagen mit ein paar hundert Anlagen und Zündkraft, da bewegen wir uns dann schon im mehrere hundert kW oder Megawatt-Bereich elektrische Leistung. Dieses System erzeugt Strom, Wärme und auch, oh ja, meine Zeit, erzeugt auch vermeidbare Pflanzenkohle als drittes Verkaufsprodukt. Hier die von uns evaluierten Holzvergaser-Systeme, die mit bayerischen Mitteln gefördert wurden. Da wurde auch ein schlüssiges Wärmekonzept als Fördergrundlage natürlich verlangt. Und Sie sehen hier viele Nahwärmenetze, wo Grundlasteinspeisungen möglich sind, aber auch Hotels oder dann auch Prozesswärme, sagen wir, Sägewerke mit eigenen Trocknungskammern, also sehr schöne Konzepte, wo dann die Wärmesenke auch dementsprechend abgesichert ist. Das Holz und die Logistik für diese Brennstoffversorgung von solchen Anlagen, egal ob wir jetzt größere Heizkraftwerke oder kleine Holzvergaseranlagen haben, die ist vorhanden. Ich habe selber viele Jahre in einem Kompostwerk gearbeitet, wo wir Landschaftspflegeholz zu Brennstoffen aufbereitet haben mit Hack- und Siebmaschinen, eventuell auch Trocknungsanlagen. Hier jetzt ganz zum Schluss nochmal die Wärmestruktur hat mir sehr gut gefallen, diese Grafik, und zwar Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau. Was wird eigentlich, wenn ein neues Wohngebäude gebaut wird, für eine Heizung eingebaut? Und da sehen Sie sehr, sehr viele Gasheizungen. Sie sehen aber auch viele Wärmepumpen mit steigender Tendenz. Müssen wir ein eigenes Fachgespräch dazu machen. Und dann aber, und das finde ich ganz bemerkenswert, Sie sehen, dass doch jede vierte neu gebaute Wohnung an ein Fernwärme- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird. Ich wohne in Nürnberg, also dort gibt es ein exzellentes Fernwärmenetz, auch mit einem wunderschönen Biomasseheizkraftwerk, was 8000 Stunden im Jahr einfach rund um die Uhr läuft und die Wärme genutzt werden kann. Warum? Weil dieses Fernwärmenetz so viel Wärme ganzjährig gebrauchen kann, dass einfach eine KWK-Anlage dort auch in der Grundlast sehr gut eingeführt werden kann. Also ganz viel Fernwärme und so wie die KWK in Bayern und im Bund als Stütze der Energiewende gesehen wird, liest man das auch im Bereich der Fernwärme. Öl, Fehlanzeige, gibt es nicht mehr in Neubauten. Gut so. So, und jetzt komme ich schon zum Fazit. Wir haben 600 Festbrennstoff-KWK-Anlagen in Deutschland von den Großanlagen, Dampfturbine, ORC-Prozess bis hin zu den kleinen Holzvergaseranlagen. Der Zubau ist aufgrund des EEG bis jetzt 2020 mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Es gab ein paar Holzvergaseranlagen mit guten Wärmekonzepten und auch Eigenstrombedarfsmengen. Schauen wir mal, was aus dem neuen EEG wird. Da hören wir ja jetzt dann auch noch interessante Vorträge. Ich sage immer, die Biomasse-Brennstoffe sind in benötigter Menge und Qualität vorhanden. Ich darf es einfach mal so sagen, die Kollegin Hindelmeier bei Carmen, die
hat auch alle zwei Jahre am Energieholzmarktbericht Bayern mit der Landesanstalt für Forstwirtschaft zusammengearbeitet. Hier ist Holz für Energiezwecke dementsprechend vorhanden. Wir müssen sehen, Waldrestholz aus Einschlag, Durchforstung und Landschaftspflege. Wir kennen alle die Kalamitäten in den Wäldern. Hier ist also für Energieholz eine Verwendung im Energiebereich gut vorstellbar. Abwägung zwischen EEG und KWKG, das muss man einfach auch bei einzelnen Projekten dann schauen, wo sich das besser rechnet. Aber mit Vollbenutzungsstunden bei 6.000, 7.000 Stunden sind wir auf jeden Fall nach meiner Einschätzung mit den Holzvergasern im EEG besser aufgehoben. Und jetzt hier noch zum Schluss. CO2-Preis bis ins heutige Jahr ist bei etwa 35 Euro die Tonne angekommen. Diese kleine Grafik zeigt, wo wir hier mit den auf fünf Jahre jetzt gesetzlich festgelegten CO2-Bepreisungen liegen und dann vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, eine Prognose, wie diese CO2-Preise am Markt dementsprechend sich entwickeln können. Ich bin da guter Dinge, dass sich der Preis für das CO2 verteuern wird. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass RWE, da hat ein kritischer Aktionär geschrieben, RWE hat wohl 13 Milliarden Euro an Rücklagen schlummern, wenn die schneller aus der Kohle rausgehen und dann die CO2-Kontingente, die sie jetzt verpulvern mit ihren Kohlekraftwerken, sozusagen am Markt einlösen. Also da sieht man auch mal, um welche Größenordnungen das da geht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank für den tiefen, fundierten Einblick in die Energiewirtschaft, die funktioniert, in die Holzvergasetechnik aufzustellen. Gibt es da Fragen an den Herrn Stefanik? Ja. Wunderbar. Gut. Was sehr erschöpfend und sehr frei angelegt. Danke. Entschuldigung, Sie bitte, dass ich überzogen habe, aber ist noch im Rahmen geblieben. Ja. Vielen Dank. Ja, die Adresse steht ja da. Carmen ist ja immer ein Ansprechpartner in Straubing für die Fragen rund um die Biomasse. Also fühlen Sie sich dadurch frei, dann auch im Nachhinein vielleicht den Herrn Detallig oder die Kollegen von Carmen zu kontaktieren. Ja, wir fahren fort mit einem sehr wichtigen Vortrag. Sind wir auch im Vorfeld oder heute Vormittag schon mal darauf zu sprechen gekommen. Was passiert denn jetzt nach dem REEG? Und so freut es mich ganz besonders, die Steffi Reil begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Steffi Reil, muss ich mal jetzt sagen. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Die Frau Reil hat in Amberg bei uns studiert. Daher. Und wann bist du fertig geworden? 2005? 2004. Also wir kennen uns schon sehr lange. Daher freut es mich ganz besonders, dass die Steffi Reil heute bei uns ist. Und mittlerweile bei Gammel Engineering in leitender Funktion tätig ist für die Projektentwicklung. Und Gammel Engineering, Sie haben es ja gesagt, Herr Brandner, ist von Anfang an in der Projektierung und Betreuung des Kraftwerks mit dabei. Insofern eine sehr schöne Dreiecksbeziehung, passt wunderbar. Und Steffi, du wirst uns jetzt beglücken mit einem sehr wichtigen Vortrag, Post-EEG-Konzepte. Ist wirklich extrem wichtig geworden. Ich habe es heute Morgen in der Anmoderation kurz gesagt. Alle reden über den Zubau erneuerbaren Stroms. Uns muss es vor allem jetzt mal gelingen, auch den Bestand, die Bestandsanlagen am Netz zu halten. Herr Letalik hat es ja auch gesagt, wie sportlich, wie wirtschaftlich fordernd die Randbedingungen geworden sind. Und darum jetzt sehr wichtig dein Vortrag. Dankeschön. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und freue mich, Ihnen jetzt in den nächsten paar Minuten ein paar Impulse zu geben zum Thema Post-EEG für Biomasseheizkraftwerke. Entsprechend dem heutigen Rahmen möchte ich das Ganze vor allem auf holzartige Biomasse fokussieren und habe da auch das explizit rausgepickt. Hierzu möchte ich Ihnen kurz eine Einführung geben für die, die unser Unternehmen noch nicht kennen, kurz Gammel Engineering vorstellen. Über den nächsten Punkt, Bioenergie in der Energiewende, denke ich, können wir ein bisschen schneller drüber hinweggehen. Da haben die Vorredner schon einiges erwähnt.
möchte dann aber, bevor wir ins Thema Post-EEG einsteigen, zunächst nochmal das Thema EEG aus der Sicht der holzartigen Biomasse beleuchten, wie sich das in der Historie entwickelt hat und dann eben verschiedene Möglichkeiten für Post-EEG-Konzepte aufzeigen. Unser Unternehmen Gammel Engineering ist ein mittelständisches Ingenieurbüro. Wir haben rund 55 Mitarbeiter, sitzen im schönen Abensberg im Zentrum von Hopfen und Spargel, haben aber auch eine Niederlassung in Cham. Und unsere Planungsteams sind untergliedert in die beiden Bereiche Versorgungstechnik für Industriestandorte, aber auch Geschosswohnungsbau und den Bereich Anlagentechnik, wo Fernwärmenetze geplant werden, wo große Energiezentralen geplant werden und wo auch Biomasseheizwerke und Heizkraftwerke geplant werden. Das Unternehmen gibt es seit 1987 und seit Beginn ist das Thema Biomasse ein sehr präsentes Thema. Wir durften einige Anlagen in Bayern, aber auch Deutschland und international bauen. Hier mal eine kurze Auswahl. Wie schon erwähnt, auch die Anlage in Eichach ist von uns mitgeplant worden. Und so können wir auf einen relativ großen Pool auch zurückgreifen, was Informationen betrifft. Das Thema Post-EEG betrifft auch genau diese Anlagen. Das heißt, unsere ersten Anlagen sind jetzt demnächst in ein paar Jahren so weit, dass sie rausfallen aus dem EEG. Das heißt, erste Gespräche mit Anlagenbetreibern, die kurz davor stehen, jetzt einmal aktiv zu werden, haben schon stattgefunden. Und so wird sich das Ganze jetzt halt weiter fortsetzen. Dass das Thema Bioenergie einen wesentlichen Baustein in der Energiewende darstellt, haben die Vorredner schon dargestellt. Wir haben eben als Gegenpart für die volatile Energieerzeugung aus PV und Wind eine speicherbare Energievariante. Auch war nochmal ein bisschen ein Booster in dem ganzen Bereich, dass das Thema Wertigkeit der Wärme wieder eine Rolle spielt. Das heißt, dass höherwertige Wärme in den Fokus rückt. Es geht der ganze Trend auch Richtung landwirtschaftliche Rest- und Abfallstoffe. Und das Ganze wird natürlich beflügelt von den ganzen Randthemen. CO2-Bepreisung, was wir schon gehört haben, European Green Deal, Dekarbonisierung von Wirtschaft und Industrie. Das heißt, wir sind jetzt erstmals auch in der Situation, dass wirklich die Industrie den Mehrwert an Biomasse erkennt. Umstellung von Heizölheizungen im kleineren Bereich und natürlich das Thema Effizienzsteigerungen. Das EEG hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Markus, also ich habe es nur zu einer schönen Zeit kennengelernt. Mit dem EEG 2000 habe ich noch studiert, da war das Ganze noch schön übersichtlich. In der Zeit, wo ich dann ein bisschen in die Tiefen der Forschung abgetaucht bin, hat sich das dann kontinuierlich weiterentwickelt. Und als ich wieder wirklich aktiv mit dem Thema EEG konfrontiert war, habe ich erst gedacht, ich habe den falschen Gesetzestext erwischt. Das hat sich wirklich sehr umfangreich entwickelt und ist immer komplexer geworden. Die Förderdauer ist eben auf 20 Jahre festgeschrieben, zuzüglich im Inbetriebnahmejahr. Und die ersten Bestandsanlagen sind eben entsprechend jetzt am Auslaufen. Wenn wir über EEG-Anlagen im Biomassebereich sprechen, ist die Frage, was sind das überhaupt für Anlagen? Wir haben mal versucht, basierend auf dem Marktstammdatenregister hier eine kurze Analyse durchzuführen. Man sieht jetzt rechts aufgetragen die jeweilige Anlagenleistung und die installierten Stückzahlen beziehungsweise die in Betrieb befindlichen Stückzahlen aufgegliedert nach Technologie. Und man sieht eben gerade im kleinen Leistungsbereich, was der Herr Letalik jetzt gerade vorgestellt hat, KWK mit Verbrennungsmotor basierend auf Vergasung. In dem blauen Balken hier stecken die ORC-Technologien drinnen, wie man es auch hier in Eichach vorfinden und der größere Bereich ist dann vor allem im Bereich der Turbinen. Wenn man das Ganze auf die installierte Leistung mal umlegt, sieht man das Ganze in dem Kuchendiagramm links visualisiert. Da ist eben ein sehr großer Anteil auf die Dampfanlagen. Dann haben wir hier die ORC-Anlagen und hier den Bereich der kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Verbrennungsmotoranlagen. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wenn man sich mit dem Thema Post-EEG beschäftigt, ist natürlich auch die Frage, wann wird das jetzt wirklich aktiv? Man sieht hier mal den ganzen Verlauf. Wir haben ja mit dem EEG 2000 gestartet, vorher noch das Einspeisegesetz gehabt und man sieht jetzt in blau visualisiert den jährlichen Zubau an EEG-Netto-Nennleistung. Das Ganze ist dann hier in dieser orangen Linie mal kumuliert, welche Leistung letzten Endes installiert ist. Und man sieht eben,
dass es schon erste Effekte gab. Am Anfang konnte man einen relativ steilen Anstieg realisieren und dann kamen die beiden Novellen 2014 und 2017, die den Zubau sehr stark eingedämpft und nicht zu sagen zum Stagnieren gebracht haben. Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass eigentlich wenig zugebaut wird, aber die ersten Anlagen rausfallen. Und was das rechnerisch bedeutet, ist jetzt hier in diesem Abfall zu erkennen. Was jetzt hier noch nicht berücksichtigt ist, sind Stilllegungen. Die habe ich hier unten nochmal mit aufgeführt, dass man mal sieht, das macht gar nicht so viel aus. Also da ist nicht so viel Rechenfehler jetzt in dem ganzen System drinnen. Aber das, was man sich jetzt mit dem EEG mühsam sozusagen erarbeitet hat, läuft man jetzt Gefahr, wenn man keine Lösung für eine Nachfolgeregelung findet, dass dieses Potenzial letzten Endes verloren geht. Hier nochmal kurzer Überblick, wie hat sich das Ganze grundsätzlich geändert. Das war natürlich in der Vergangenheit eine ganz andere Situation. Wir haben Bonis noch gehabt und haben insgesamt eine hohe Vergütungssituation gehabt. Mit dem EEG 2017 sind die eben komplett weggefallen. Das heißt, ich habe jetzt heutzutage nicht mehr die große Nachfrage, in Anführungszeichen, wie wir es in den Anfangsphasen hatten. Und ich komme jetzt halt hier in einen Bereich rein, wo eben die Anlagen ausgefördert sind, wo die Frage ist, bleiben die Anlagen bestehen, bleiben die im Betrieb, laufen die weiter, habe ich weiterhin diese Stromerzeugungskapazität oder werden die gar stillgelegt? Und um das zu verhindern, denke ich, muss man jetzt halt wirklich die Ärmel hochkrempeln, muss sich Konzepte überlegen, muss mit den Betreibern ins Gespräch gehen und die auch mitnehmen. Mit dem EEG 2017 wurde ja erstmals auch das Thema Ausschreibung auf den Weg gebracht, nur am Anfang mit einer kleinen Übergangsregelung bis zum 01.01.2019. Und hier sind jetzt halt einmal für Bestandsanlagen größer 150 kW elektrisch, die uns jetzt halt vorrangig beschäftigen, wo jetzt halt auch zum Beispiel Eichach reinfällt, die einzelnen Ausschreibungstermine ausgewertet. Man sieht auf der linken Achse im Balkendiagramm visualisiert die mittlere Gebotsmenge in kW, das heißt, wie viel kW sind jeweils auf ein Gebot im Durchschnitt entfallen und hat zugleich noch hier die Information in dem überlagerten Liniendiagramm, wie der gewichtete Mittelwert das gewichtete Mittel vom Gebotswert bzw. vom Zuschlagswert liegt. Man sieht hier eben den erfreulichen Trend, dass die ganzen Maximalwerte angehoben worden sind, sieht aber, dass so der Bereich, in dem die Ausschreibung angepeilt wird aktuell, sich gerade bei der letzten Ausschreibung in einem kleineren Bereich abgespielt hat. Wie kann es weitergehen? Im Grunde genommen, wenn man jetzt sagt, man würde jetzt hier ein Patentrezept vorstellen, glaube ich, wäre das Ganze vermessen. Also es gibt, glaube ich, für keine Anlage wirklich ein Patentrezept. Es geht darum, wirklich jetzt ein Zukunftskonzept für die einzelnen Anlagen zu entwickeln. Zunächst die Ausgangssituation ganz kritisch zu hinterfragen und die individuellen Rahmenbedingungen und auch den Handlungsbedarf für den Weiterbetrieb zu ermitteln. Das heißt, mit den Betreibern, mit denen wir schon ins Gespräch gegangen sind, die haben natürlich die Überlegung, lohnt das Ganze überhaupt noch? Was bedeutet das? 10 Jahre meine Anlage nur laufen zu lassen, mit welchen Kosten ist das verbunden, mit was für einem Business Case. Dann gilt es, verschiedene Alternativen zu prüfen und nur darauf basierend kann man dann auch eine Entscheidung für ein Zukunftskonzept treffen. Wenn ich mir so einen Post-EEG-Standort anschaue, ist jetzt auch eine Beispielanlage von uns, handelt es sich ja grundsätzlich um eine abgeschriebene, abbezahlte Bestandsanlage. Klingt erst einmal sehr gut. Aber was muss ich noch weiter alles berücksichtigen? Ich muss mir natürlich anschauen, wie ist die Motivation für einen Weiterbetrieb. Das heißt, wie entwickelt sich auch der zukünftige Bedarf? Die meisten unserer Anlagen hängen an großen Wärmenetzen, sprich der Wärmebedarf ist auch weiterhin gegeben und die sind auch wärmegeführt ausgelegt, sprich ich habe ein entsprechendes Wärmekonzept dahinter. Dann, was ich schon anklingen habe lassen, ist die Frage, wie ist der Zustand der Anlage? Sind größere Reinvestitionen in der nächsten Zeit erforderlich? Welchen Aufwand habe ich für laufende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten? Und damit eben irgendwo dann einmal Aussage treffen zu können, wie sind die Kosten für einen Weiterbetrieb? Und natürlich relevant sind die weiteren Rahmenbedingungen vor Ort. Was habe ich als Alternativen zur Verfügung? Gibt es gegebenenfalls einen Business Case, der interessanter ist auf der wirtschaftlichen Seite als jetzt eine reine EEG-Ausschreibung, nochmal eine Nachfolgeregelung?
und was es da für Möglichkeiten gibt, möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden mal kurz so im Überblick darstellen, um nur mal zu zeigen, wie groß die Spielwiese ist. Ich stehe, wenn ich jetzt von einer Bestands-EEG-Anlage ausgehe, grundsätzlich vor zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich betreibe die KWK-Einheit weiter. Die zweite Variante wäre, ich lege die KWK-Anlage still. Würde bedeuten, wir würden wertvolle Stromerzeugungskapazität in der Zukunft verlieren. Ist aber wirklich eine Überlegung vom einen oder anderen Anlagenbetreiber, der sagt, vielleicht ist das Ganze auch nochmal wirtschaftlicher. Dann kann ich das Ganze, wenn ich jetzt die KWK-Anlage abschalte, sozusagen rein mehr aus Heizwerk betreiben. Ich würde mein Wärmenetz nur noch über ein Heizwerk versorgen und kann mir jetzt nur Gedanken machen, wie kann ich sowas optimieren. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Solarthermie zu installieren, sodass ich im Sommer, wenn ich eine relativ geringe Wärmeabnahme habe, zum Beispiel das Ganze aus Solarthermie decken kann und meine Biomasseanlage in der Zeit stilllegen kann. Der gängigere Weg ist der mittlere jetzt einmal, dass man sagt, man geht in diese EEG-Anschlussförderung für 10 Jahre, aber auch andere Möglichkeiten der Stromnutzung sind denkbar. Das eine ist, dass ich eine Eigenstromnutzung realisiere oder ich beliefere Dritte über einen PPA. Ist gerade im industriellen Bereich momentan auch ein Thema, wo Industriebetriebe gezielt versuchen, CO2-neutral zu werden und die von solchen Varianten prinzipiell nicht abgeneigt sind. Ich kann aber auch den Strom in einen anderen Sektor bringen. Ich kann eine Strom-Wärme-Kopplung realisieren über Power-to-Heat oder eben ich betreibe zum Beispiel eine Hochtemperatur-Wärmepumpe, um Abwärme oder Umweltwärme zu nutzen. Standorte, wo zum Beispiel auch eine Geothermie in der Nähe ist, würde sie sich anbieten, den Rücklauf nochmal zu nutzen und mit Hochtemperatur auf Netztemperatur, mit einer Hochtemperaturpumpe auf Netztemperaturniveau zu bringen. Und ganz rechts ist die innovativste Variante sozusagen, dass ich direkt in ein neues Geschäftsfeld gehe. Das heißt, dass die Stromerzeugung zum Beispiel für die Wasserstofferzeugung genutzt wird oder dass ich das Ganze in den Bereich der E-Mobilität führe. Über diesem ganzen Konstrukt stehen grundsätzlich noch weitere Optimierungsmöglichkeiten, dass ich entweder sommerliche Wärmeabnahme, wie wir es in Eichach gerade haben, versucht zu generieren, oder dass ich zum Beispiel das Thema Wärme-Kälte-Kopplung andenke und so auch wiederum im Sommer meine Wärmeabnahme etwas maximiere. Schauen wir uns kurz einmal die Stilllegung an, wie sowas ausschauen kann. Denkbar ist es eben, das Ganze mit einer Solarthermie zu koppeln und was dann eben denkbar ist, zum Wärmenetz noch Absorbertechnologie dazuzustellen. Der Kältebedarf ist ein Thema, das mehr und mehr steigt, das im industriellen Bereich mehr und mehr nachgefragt wird. Wir haben ja viele Projekte auch im Geschosswohnungsbau, wo wirklich diese Komfortkälte im Sommer momentan ganz stark nachgefragt ist. Wenn wir uns der zweiten Variante zuwenden mit dem Weiterbetrieb der KWK-Anlage, gibt es eben grundsätzlich die Möglichkeit, in eine EEG-Anschlussvergütung zu gehen, für 10 Jahre nochmal eine EEG-Vergütung einzuwerben. Und hier haben wir eben die Neuerung, der Herr Letalik hat es vorher angesprochen, mit der Südregion, die jetzt halt eben neu im EEG 2021 mit aufgenommen worden ist, wo 50% des Zuschlags nur auf den Süden verteilt werden. Was bedeutet das Ganze von der installierten Leistung? Es ist jetzt keine genaue Trennung möglich. Hier sieht man mal diese installierte Leistung nach Bundesland aufgegliedert. Und ich war jetzt einfach mal so frei, die Bundesländer, die im Grenzbereich sozusagen liegen, die jetzt nicht eindeutig zuzuordnen sind, aber mal rechnerisch der Südregion zuzuordnen. Das heißt, ich habe nicht nur Bayern und Baden-Württemberg voll mit aufgenommen, sondern auch Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Und man sieht praktisch der Bereich, der würde jetzt halt vorrangig in der EEG-Ausschreibung bewertet werden. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ganz offen sagen, das, was jetzt halt dann an EEG-Leistung nachgefragt wird und das, was entsprechend über die Ausschreibung ist, da wird es auch noch andere Konzepte geben müssen. Was durchaus denkbar ist, eine sehr innovative Variante, dass ich sage, ich gehe mit meinem erzeugten Strom in einen ganz neuen Sektor. Ich erzeuge Wasserstoff mit dem Ganzen und kombiniere das Ganze zum Beispiel mit PV oder Batteriespeicher.
Das ist jetzt hier mal nur ein ganz ein grobes Konzept. Wir haben hier unsere Biomasseanlage, zum Beispiel mit einer PV-Anlage, kann ebenfalls eine Post-EEG-Anlage sein oder ein Neubau. Dann haben wir hier die Option, über einen Stromspeicher zu gehen, der auch gewisse Lastspitzen glättet, eine gleichmäßige Auslastung des Elektrolyseurs sicherstellt. Ich kann aber auch den Strom, der in meiner Biomasse-KWK-Anlage erzeugt wird, direkt nutzen, entsprechenden Börsenstrompreis, mir gezielt den lukrativsten Weg auswählen oder eben in die Elektrolyse gehen, Wasserstoff erzeugen und damit weitere Nutzungspfade beschreiten, wie zum Beispiel in den Mobilitätssektor zu gehen. Warum die Idee, sowas mit anderen Energieerzeugern zu koppeln? Ich habe hier jetzt halt einmal eine Bestandsanlage für uns genommen, die rein wärmegeführt ist. Das heißt, wir haben absolut im Sommer keine Rückkühlung in dem Fall. Deswegen ergibt sich hier im ORC, in der ORC-Stromerzeugung, ein deutliches Sommerloch. Wenn ich sowas jetzt zum Beispiel mit PV kombiniere, dann habe ich da genau die Überdeckung und ich kann eine höhere Auslastung von meinem Elektrolyseur erzielen. Rechnerisch, ich habe jetzt halt einfach mal ein Beispiel genommen, 950 kW elektrisch ORC mit einer 800 kW Peak PV-Anlage und einem 1,2 MW Elektrolyseur habe ich rein über meinen ORC bei der Elektrolyse eine Auslastung von 5600 Vollbenutzungsstunden pro Jahr und könnte das Ganze dann nochmal erhöhen auf 6200, je nachdem, wie eben der Rechenwert gerade ist. Aber da sieht man, dass eben das ganz gut ist, wenn man ein bisschen weiter denkt, wenn man ein bisschen innovativer denkt und hier wirklich das Ganze als Netzwerk begreift. Und so, glaube ich, können wir EEG-Anlagen, Biomasseanlagen wirklich in der Zukunft bringen und auch Konzepte erarbeiten, sodass dieses Potenzial, das man sich aufgebaut hat, auch weiter Bestand hat. Dankeschön. Vielen Dank. Neuer Sektoren, wenn man in die Zelte, dann die Biozelte denkt, die Prozesswärme drin ist vieles mehr. Also das EEG so schön und übersichtlich und klar und auch gut, das wird wie hier schon Anfang war, so fordern ist es jetzt, wir sind weit rechtlich wirklich, das müssen sich alle sehr breit und manchmal undurchsichtig, aus technischer Sicht, aus technischer Sicht, manchmal auch widersprüchlich. Es fordert uns natürlich auch immer mehr. Weil nicht nur hier über die hohe Einspeisevergütung alles in die Biozelle gemacht war, sondern weil wir uns jetzt sehr anstrengen müssen. Meine Frau hat ja auch von der Wirtschaftlichkeit nochmal beleuchtet. Und hier kann sich selber der Geld verdienen, wann auch technische Konzeptionen dann diskutiert. Gibt es Fragen an den Klaus? Mit Blick auf die Uhr war ich nicht. Ich bin da natürlich in einem sehr innovativen Umfeld drinnen. Also wenn ich es rein rechnerisch betrachte und das Ganze als Substitut für Erdgas sehe, dann ist es natürlich momentan ein schwieriger Business Case, weil ich einen relativ hochwertigen Energieträger Strom runter reduziere auf Erdgas, wo entsprechend auch die Preisspanne also da ist. Wenn ich das ganze Mobilitätsbereich anschaue, schaut es schon anders aus. Aber das Thema Wasserstoff ist natürlich erst am Hochlaufen, das muss man auch ganz offen sagen. Es hat sich jetzt einiges geändert, was das Thema EEG-Umlage und so weiter betrifft, sodass es auch interessanter wird. Wir haben auch schon erste Projekte in dem Bereich in der Entwicklung, aber es ist immer noch ein Thema, was maßgeblich mit Fördermitteln noch untermauert werden muss, sodass es auch wirklich zum Fliegen kommt. Die haben sich angedeutet,
Also unsere erste Anlage ist meines Wissens 2004 in Betrieb gegangen. Wir haben da natürlich uns jetzt auch schon mal eine Statistik erstellt, weil es immer besser ist, auf den Kunden zuzugehen, als zu warten, dass der kommt. Das heißt, da sind wir in den ersten Gesprächen und da sind auch die ersten Überlegungen. Und wirklich dieses Vorgehen, wo man sagt, man schaut sich jetzt verschiedene Varianten an und entscheidet dann, was letzten Endes für die nächsten 10 Jahre der beste Business Case ist. Aber das steht bei uns jetzt halt praktisch gerade bevor, beziehungsweise wir haben da gerade losgelegt. Das ist eben genau also ein Thema, wo man sich die Rahmenbedingungen anschauen muss. Das heißt, wo ich jetzt eine Industrie daneben habe, die vielleicht eine Strombelieferung, wo das für die interessant ist, muss man das natürlich auch frühzeitig mit reinbringen, weil gerade die Themen EEG-Umlage für Belieferung Dritter und so weiter dann schon den Business Case ein bisschen in eine Richtung drängen, wo ich die Eigentumsverhältnisse auch entsprechend von Anfang an hin entwickeln muss. Genau. Aber da muss man sich wirklich den Standort anschauen und deswegen gibt es ein Kapitalrezept. Gut, vielen Dank. Auch den Vortrag kann man dann zur Verfügung. Ja, wir kommen zum letzten Fachvortrag des heutigen Tages, den ich aber auch sehr, sehr wichtig finde, weil er auch nochmal auf eine ganz wichtige Technologie eingeht, nachdem der Herr Letalik ja über die Vergasung schon gesprochen hat, werden wir jetzt nochmal über das Kombi-Power-System sprechen. Deswegen wichtig, wir haben es in der Pause in dem einen oder anderen Gespräch auch thematisiert, es herrscht momentan eine, also aus unserer subjektiven Wahrnehmung, ich kann es jetzt nicht zahlenmäßig untermauern, aber eine große Dynamik im industriellen Bereich mit Blick auf die steigenden CO2-Preise. Viele Betriebe, egal welcher Branche, ob Ziegel, ob Lebensmittel, ob Steinverarbeitung, ob Elektroindustrie, auch sehr große Betriebe, sehr namhafte, die ich aber nicht nennen möchte jetzt alle, sind enorm in Bewegung. Und wir nehmen das subjektiv wirklich so wahr. Während noch vor 3 Jahren oder 4 Jahren die Frage immer absolut nach der Wirtschaftlichkeit gestellt wurde und bei zu langen Amortisationszeiten es hieß, naja, da warten wir lieber noch ein bisschen, wird die Frage jetzt auf einmal anders gestellt, was ist die wirtschaftlichste Lösung, um CO2 zu sparen? Also die Fragestellung hat sich auf einmal verändert. Das hängt natürlich damit zusammen, Herr Letalik, Sie haben es schön gezeigt, mit diesen rasant steigenden CO2-Preisen und auch auf diese Kundensensibilität. Viele Industriebetriebe sagen uns, unser Kunde fragt uns nach unserem CO2-Footprint. Und oftmals haben wir mit Holzgas oder mit der Biomasse-Nutzung da hier dann eine Option, vielleicht eine Antwort darauf zu finden. Drum freut es mich ganz besonders, den nächsten Referenten, auch einen sehr langjährigen, alt sagt man immer nicht, aber langjährigen, guten Bekannten, den Klaus Röhrmoser, vorstellen zu dürfen von der Firma Regawatt, der uns jetzt das Kombi-Power-System vorstellt. Klaus, bitteschön. Ja, danke, Markus. Ja, man trifft sich immer wieder, habe ich festgestellt. Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung und komme gern zurück nach Eichach. Ich war früher hier tatsächlich vom Vierteljahrhundert tätig als Jungingenieur. Damals war der Herr Brandner einer meiner ersten Bauherren und ich durfte Teile der Fernwärme planen, unter anderem auch den Anschluss des Krankenhauses. Es war auch so ein Novum, dass man dann bestehende Wärmeerzeuger, Kesselanlagen mit einbindet in ein Fernwärmenetz und die durften auch einspeisen in das Netz, also nicht nur beziehen. So, wie kommen wir jetzt da zu meinem Vortrag? Ah, ganz einfach. Ja, wir haben vor elf Jahren inzwischen, haben wir die Regawatt ausgegründet von der Gammel Engineering, also Schwesterunternehmen.
um das Thema speziell Kombi-Power-System, nennen wir es. Faktisch, es geht um Biomasse-Gegenstromvergaser in verschiedenen Nutzungsarten zu entwickeln. Warum haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, die reinen ORC-Anlagen, diese Technologie stößt technologisch und effizienzmäßig an die Grenzen. Das war so 2007, 2008. Und haben gesehen, wir müssen als Ingenieure da weitermachen, einfach um vor allem elektrische Effizienz zu heben und auch die Emissionen noch weiter zu senken. Wir haben in den ersten Projekten haben wir einfach nach einer sehr, sehr sauberen Holzfeuerung gesucht, um eine Gasturbine mit Holzenergie letztendlich zu treiben. Und da sind wir fündig geworden in Skandinavien. Da gab es seit den 80er Jahren sogenannte Gegenstromvergasersysteme in den einstelligen Megawattbereich und haben uns das Know-how dann eingekauft und haben in den ersten Projekten diese Gegenstromvergaser gekoppelt einfach mit der Brennkammer, um dieses Holzgas zuerst zu verbrennen und damit ein sehr sauberes Rauchgas als Zwischenprodukt zu erzeugen, um sehr sauber Wärme zu erzeugen und auch diese Gasturbine treiben zu können. Unser erstes Projekt war in Hersbruck, Nürnberger Land, zur Wärmeversorgung der Therme dort. Und es gibt auch ein kleines Fernwärmesystem dazu. Und haben diese Vergaseranlage 2011 gebaut, 2012 dann erstmals in Betrieb genommen und gekoppelt mit einer Gasturbine. Aber da komme ich gleich dazu. Der Vergaser selbst ist bei uns ein sehr robustes System, sehr einfach aufgebaut. Wir sind Praxisingenieure. Wir wissen, die Anlagen müssen von einigermaßen normalen Handwerkern betreut und betrieben werden können. Und deswegen war für uns klar, es muss ein einfacher, robuster Vergaser sein. Und das ist er auch. Er hat sich wirklich gut bewährt. Also Drehrost unten, von oben wird der Brennstoff aufgegeben und von unten durch den Rost, durch den Drehrost, wird das Vergasungsmedium aufgegeben. Das ist ein Gemisch aus Luft und Wasserdampf. Und dann stellen sich die Vergasungsreaktionen von selbst ein. Das Gegenstromprinzip wird erreicht dadurch, dass von oben der Brennstoff kommt, von unten die Luft. Es wird also jeder Brennstoff komplett ausgebrannt und reagiert. Unten kommt reine Asche, reine Holzasche raus. Das unterscheidet uns von anderen Vergasern. Und oben kommt ein relativ kühles Gas raus. Eben auch durch das Gegenstromprinzip kühlt das Gas dann in den oberen Schichten ab, nimmt noch die Feuchte mit von den Hackschnitzeln. Das heißt, die Hackschnitzel müssen nicht getrocknet werden bei dem System. Und das Gas kommt oben mit nur ca. 75 Grad raus, ist nass gesättigt. Zunächst mal. Ja, wir haben damals Unterstützung bekommen von der Hochschule Amberg-Weiden, Kollegen vom Herrn Brautsch und Brautsch selbst auch. Dann hat die Energiemessung gemacht in Hersbruck und die Energiebilanzen. Also wurden da sehr gut unterstützt. Und es hat sich auch bei der ersten Anlage bereits gezeigt, was wir gehofft hatten, dass der Staub sehr, sehr gering ist. Der Staubauswurf ohne Filtertechnik, muss man sagen, 1 bis 2 Milligramm nur, der Grenzwert war 50 Milligramm. Auch Kohlenmonoxid nahe Null, also der Ausbrand war wirklich perfekt und das hat uns ermutigt, dann den zweiten Schritt zu tun und eine Gasturbine dran zu koppeln. Das war allerdings dann ein Fehler. Ich erzähle heute ein bisschen unsere Geschichte auch. Das war eine richtige Bauchlandung. Die Gasturbine hat nach Anfangsproblemen sehr gut funktioniert. Also wir haben die Gasturbine über einen Hochtemperatur-Wärmeübertrager gekoppelt an die Vergasungsanlage. Und die Gasturbinen waren zu empfindlich. Wir hatten mehrere Schäden. Wir hatten dann nach 2 bis 3 Jahren Betrieb massive Korrosionsprobleme, die nicht mehr zu stoppen waren. Also das ist leider Geschichte. Das Thema Gasturbine mussten wir lernen. Ist nichts für uns oder nichts in der Kombination mit Holzgas. Aber letztendlich das Thema Holzgaserzeugung hat sich bewährt und zumindest ist dieser Vergaser
auch im ersten Projekt in Hersbruck weiter in Betrieb, in dem Fall nur zur Wärmeerzeugung. Wir sind nach den ersten Projekten dann weiter gestartet und haben dann einfach dieses Vergasesystem anders gekoppelt. Im einfachsten Fall mal mit einer ORC-Turbine. Der Anreiz dort war, das ist eine Anlage in Holland, war einfach, die wollten auch hocheffizient Wärmeerzeugung mit etwas Kraft-Wärme-Kopplung. Und das ist uns gelungen. Wir haben sogar die Brennkammer mit der SNCR zur Stickoxidreduzierung ausgestattet. Wir haben nachgeschaltet eine Rauchgaskondensation. Und die Anlage läuft im Dauerbetrieb bei Volllast. Hier ein paar Bilder dazu. Das ist ein Vergaser mit 4,5 Megawatt Brennstoffwärmeleistung. Gekoppelt an eine Brennkammer mit einem Thermalölsystem und einer ORC-Turbine. Diese Bilder kennen wir zum Glück nicht mehr. Der Herr Brandner wird es sehr gut kennen. Einfach, Rußablagerungen oder Flugascheablagerungen an den Wärmetauscherflächen, auch zum Teil Schäden durch Abreinigung, durch Druckluftabreinigung, auch Filteraschen. Das sind jetzt einfach die Argumente, die wir sehen für diesen Anlagentyp. Hier nochmal ein paar Bilder aus Holland. Das ist das Kondensat aus der Kondensationsanlage, so sauber, dass der Betreiber in einem nahegelegenen Bach einleitet. Und ja. Vielleicht noch eins zurück zu Hersbruck. Habe ich vergessen zu sagen. Hersbruck haben wir damals mit Gammel Engineering sogar den Bayerischen Energiepreis bekommen von Bayern Innovativ. Genau, also weil es einfach innovativ war. Aber so ist es halt mit Innovationen. Im ersten Moment hurra, und dann siehst du erst nach 2-3 Jahren, war vielleicht zu innovativ. Aber ja, zum Schluss rennen sie es auch. Auf Umwegen halt. Genau. Wir haben uns dann im dritten und vierten Schritt getraut, das Gas zu reinigen und für einen Gasmotor tauglich zu machen. Wir reinigen das Gas mit zweistufigen Kühlung und einem Nasselektrofilter und koppeln es dann mit aktuell Jenbacher Gasmotoren. Der Rückstand aus der Gasreinigung, den verbrennen wir in unserer Brennkammer rückstandsfrei, die ja sowieso in jedem Projekt mit vorhanden ist, weil das immer unser Kernsystem ist, Vergaser und Brennkammer. Zum Anfahren, zum Abfahren, wenn am Motor was ist, dann können wir immer Wärmebetrieb fahren über die direkte Verbrennung des Rohgases. Und ansonsten im Regelbetrieb wird das Gas gereinigt, geht auf den Gasmotor und der Rückstand geht auf die Brennkammer. Also die Brennkammer ist immer heiß und das Motorabgas wird auch zurückgeleitet in die Brennkammer. Das heißt, alles wird letztendlich wieder ausgebrannt in der Brennkammer und die Wärme landet im Abhitzekesselsystem. Und deswegen nennen wir es Kombi-Power-System. Wir kombinieren diese verschiedenen Puzzlestücke kundenspezifisch, wie es der Kunde braucht. Mal braucht der Kunde Heißwasser, mal braucht er Thermalöl oder Dampf. Da sind wir dann wieder flexibel. Und manchmal kann der Kunde auch Niedertemperaturwärme nutzen. Dieses System haben wir im Dauerbetrieb in 2 Anlagen in der Schweiz. Also Sie merken schon, wir mussten ausweichen auf Länder außerhalb Deutschlands, weil das EEG einfach in den Jahren ab 2014 so unattraktiv war, dass wir uns seitdem im Ausland kommen. Also in der Schweiz, bei Romande Energie, ist ein Energieversorger im Kanton Watt, also um Lausanne rum, nördlich vom Genfer See. Und diese Anlage im Kanton Fribourg. Hier sieht man oben den Vergaserkopf, das BHKW-Modul, alles noch unisoliert, dann sieht man es besser. Und die Pufferspeichertanks außen. Es wird hier versorgt ein großes Thermalbad und ein bestehendes Nahwärmenetz. Wie sind wir dazu gekommen? Da war schon ein Holzheizwerk, die hatten Auflagen, die Abgasreinigung zu ertüchtigen und große Elektrofilter daneben zu stellen. Und dann haben sie entschieden, gleich einen Schritt weiter zu gehen und
auch Kraft-Wärme-Kopplung zu erzeugen. Das heißt, die Holzkessenanlagen wurden ausgebaut und im laufenden Betrieb, muss man sagen, unser System eingebaut. Die Anlage hier, die hat 770 kW elektrische Leistung und das Fernwärme, die Fernwärme hat in etwa 3 bis 4 Megawatt. Ja, diese Entwicklung wurde auch begleitet von der FAU, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Karl. Die haben ein sehr gutes Labor für die ganzen Teermessungen und hat uns unterstützt, um uns das System zur Gasreinigung zu optimieren. Letztendlich ist wichtig, immer dieser Teertaupunkt im Reingas, der muss halt deutlich unter der Temperatur des Gases selbst sein und das ist gut erfüllt bei unseren Anlagen. Bei der Gasreinigung fällt aber eben auch ein Nebenprodukt an, sehr viel wässriges Kondensat und unten sieht man hier schwarz ein Pyrolyseöl. Es setzt sich sehr gut ab, das Pyrolyseöl, man nennt es auch Holzöl oder Bioöl, ist ähnlich wie Schweröl, lässt sich, wenn man es einigermaßen wärmt, gut pumpen, gut zerstäuben, also auch sehr gut verbrennen. Ist ein guter Flüssigbrennstoff und dieses wässrige Kondensat haben wir gelernt zu verdampfen und auch sauber nachzuverbrennen. Ja, und dann haben wir bei einer weiteren Anlage haben wir dann nochmal die Effizienz gesteigert und haben zusätzlich zum Gasmotor noch eine ORC-Turbine als Direktverdampfer ORC nachgeschaltet. Dort war einfach der Anspruch des Kunden, er will maximale elektrische Effizienz neben der Wärmenutzung. Ist auch ein Fernwärmenetz angeschlossen und es ist auch natürlich ein Novum, dass man eine ORC-Anlage ohne Thermalölkreislauf koppelt. Das geht nur deswegen, weil eben das Rauchgas hier so sauber ist, dass es die Wärmetauscherflächen der ORC-Anlage nicht nennenswert verschmutzt. So bekommt man halt maximale elektrische Wirkungsgrade. Das sind ja Bilder von dieser Anlage, also eine weitere Anlage, also zweimal derselbe Kunde. Das zeigt, dass er zufrieden war mit uns, dass er eine zweite Anlage bestellt hat. Und die ist direkt am Genfer See, in Pidou heißt der Ort. Also auch wieder 770 kW elektrisch plus 120 vom ORC. Ja, wie geht's weiter bei uns? Wir bleiben auch nicht stehen. Wir haben zwei wesentliche Entwicklungsziele aktuell. Einmal Ausweitung des Brennstoffspektrums. Unsere Vergaser arbeiten mit naturfeuchtem Holz, wie der Brandner gesagt hat. 42% im Jahresmittel wäre ideal. Wir wollen aber auch trocknere Brennstoffsortimente nutzen können. Landwirtschaftliche Rückstände und Althölzer zum Beispiel. Oder auch alles Mögliche, was international anfängt, von Nussschalen und so weiter. Ein weiteres Entwicklungsziel ist die Verwertung, die höherwertigere Verwertung dieses Nebenprodukts, Pyrolyseöl oder Bioöl. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zwischenprodukt. Das ist eigentlich auch zu schade, um rein zu verbrannt zu werden. Das heißt, wir untersuchen in einem Förderprojekt mit der FNR, ob man da letztendlich Kraftstoffe daraus erzeugen kann oder auch als Grundstoff für die chemische Industrie. Wir haben dazu eine Versuchsanlage aufgebaut in Senden bei unserem neuen deutschen Kunden, kann man so sagen. Wir haben den Auftrag von der Blue Energy in Senden, das größte Holzgaskraftwerk Deutschlands, wieder auf die Beine zu bringen. Da war eine andere Holzgastechnologie eingebaut, die nicht wirtschaftlich funktioniert hat. Der Kunde hat die ausgebaut und wir sind beauftragt momentan, unsere Vergaser dort einzubauen. Und da haben wir auch gleich unsere Testanlage aufgebaut und dort machen wir kundenspezifische Brennstofftests.
Das sind in etwa die Brennstoffe, die wir aktuell einsetzen. Landschaftspflegeholz, Rinden, Forstabfälle oder auch zum Teil Zugabe vom Kompostüberlauf. Also alles, was grob gehackt und einigermaßen naturfeucht ist. Und da wollen wir hin, da machen wir vier verschiedene Tests. Miscanthus haben wir schon getestet, schwierig. Palettenholz geht besser. Aber Abbruchholz A2, verschiedene Arten von Briketts, Mais, Schäfte, möglicherweise Klärschlammbriketts. Also wir haben hier noch einiges vor. Ja, bin schnell durch. Ich will vielleicht ein paar abschließende Themen noch anbringen. Warum sind wir in Deutschland weniger aktiv gewesen in den letzten Jahren? Ich habe es vorher gesagt, das EEG. Das EEG war niedriger, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist die überbordende Bürokratie in Deutschland. Wer damit zu tun hat, wird es wissen. Um an ein EEG-Projekt zu kommen, brauchst du einen genehmigten Standort. Das heißt, für ein neues Projekt musst du eine komplette BIMSCH-Genehmigung durchziehen. Auch das ist in Deutschland schwieriger gewesen. Ich kann mich zurückerinnern, damals in Eichach, wie war das? Wir haben einen Antrag geschrieben, haben beim Landratsamt abgegeben. Das Landratsamt hat den geprüft, selbst geprüft, der Umweltingenieur mit seinen Leuten. Bei Bedarf hat er vielleicht ein, zwei Gutachten beauftragt, dann kam nach 3 Monaten der Bescheid. Heutzutage ist es so, du musst mit dem Antrag schon diverse Gutachten beifügen, das kostet Geld und Zeit. Dann die Genehmigungsbehörde, die Behörden sind überlastet und sie prüfen nochmal gegen, lassen extern nochmal gegenprüfen. Wenn sie sich unsicher sind, und das sind sie leicht, dann geben sie es weiter an das Landesamt für Umweltschutz zum Beispiel. Das Landesamt für Umweltschutz gibt es weiter an das Umweltministerium in München und so geht es ewig. Und das im Vorfeld, wenn man noch gar nicht weiß, ob man dann einen Zuschlag bekommt beim EEG-Auktion, also ich bin der Überzeugung, das ist das Haupthemmnis, dass es keine neuen Anlagen oder so wenig neue Anlagen in Deutschland gibt. Vielleicht das als Appell an Ministerien, Behörden, ich weiß nicht, wer alles im Auditorium sitzt. Also das müsste eigentlich wieder flüssiger gemacht werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich. Genau. Ja, es beginnt bei uns realistisch bei 500 kW elektrisch. Also wir bauen es zwischen 500 und 2000 kW elektrisch. Wir haben auch Anlagen bis 300 kW elektrisch runter, Anlagengrößen. Aber da müssen die Rahmenbedingungen dann schon sehr gut passen. Ja. Doch, wenn ich nehme, also in dem Projekt Chamay mit der Therme, da haben wir im Vorfeld haben wir die Beckenwasser-Wärmetauscher mit größeren, haben die einmal aufgemotzt, diese Wärmetauscher, und haben letztendlich von dem Therme eine dritte Rücklaufleitung ins Heizkraftwerk gezogen, eine Niedertemperaturleitung, und damit können wir sowohl die Niedertemperaturwärme aus der Gaskühlung als auch die Zwischenkühlung vom Gasmotor, also die Gemischkühlung, als auch die Rauchgaskondensation, die Wärme nutzen. Das haben wir dran gedacht in dem Projekt Holland, weil der Wärmeabnehmer dort ist ein großer Gewächshausbetreiber, 50 Hektar unter Glas. Er hat auch eine Rauchgaskondensation und das CO2 wäre natürlich ideal. Aber das haben wir nicht vorrangig vorangetrieben und es ist dann irgendwann ins Stocken geraten. Ja. Ja. Okay. Gut.
Vielen Dank. Ja, mit Blick auf die Uhr werde ich mich bemühen, den Tag oder den Nachmittag nochmal kurz und kompakt zusammenzufassen und Revue passieren zu lassen. Zunächst wirklich vielen Dank, Herr Bürgermeister Habermann, Herr Brandner, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften in Aichach. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, warum wir Aichach ausgewählt haben. Man hat es sehr gut gesehen, dass dieses Biomasseheizkraftwerk, Herr Richard Brandner hat es ja wirklich sehr eindrucksvoll dargestellt, schon lange existiert, aber permanent auf dem Weg der Effizienzsteigerung, der Verbesserung ist und das insbesondere mit dem Einsatz digitaler Methoden sich auch vorbereitet auf diese neuen Herausforderungen, die wir gerade zum Schluss ja jetzt nochmal sehr gut beleuchtet haben. Ganz wichtig aber, das glaube ich, kann man nicht oft genug herausstellen, Aichach befindet sich hier in einer langfristig angelegten Strategie, hat es nicht gemacht, weil es mal modern ist und weil man sagt, man muss jetzt irgendwo schnell irgendwo wichtig werden, sondern wir machen darüber hinaus auch viele andere Dinge, wie mit dem digitalen Energienutzungsplan, mit der Quartiersentwicklung, mit Dachflächen, mit Photovoltaik und so weiter. Aber ich denke, es ist genau richtig, sind richtig unterwegs. Es ist eine pragmatisch angelegte Strategie, die wirtschaftlichsten, auch die einfachsten zu realisierenden Projekte nach vorne zu priorisieren und somit ja, eine vernünftig angelegte Strategie in die Dekarbonisierung zu fahren. Es hat sich natürlich alles gedreht um das Thema Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplung und die Nutzung fester Biomasse heute, nachdem wir ja Wasserstoff und andere Einsatzstoffe in der KWK Roadshow schon kennenlernen durften. Insofern also war der Vortrag von Richard Brandner, denke ich, der wichtige, zentrale Vortrag. Und wir haben dann nach der Pause natürlich schon auch versucht, das nochmal ein Stück weit breiter zu beleuchten. Denn es gibt mehr als große Biomasse-Heizkraftwerke mit ORC-Technologie. Es gibt die Möglichkeit der Holzvergaser KWK. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut gesplittet. Herr Letalik hat es ja eher aus Sicht der kleineren, der dezentraleren Anwendungen dargestellt. Und der Klaus Römoser zuletzt mit Blick auf die großtechnologischen Anwendungen in der Industrie mit wirklich sehr beeindruckenden Beispielen in der Schweiz. Die wir, denke ich, aber auch bei uns wirklich dringend brauchen mit Blick auf den Dekarbonisierungsdruck, den die energieintensive Industrie bei uns hat. Also da wird sehr viel in Bewegung kommen. Das ist unser subjektiver Eindruck aus der praktischen Arbeit, also tagtäglichen praktischen Arbeit. Und besonders spannend auch der Vortrag von der Steffi Reil, die jetzt gerade draußen ist und glaube ich, ein Interview auch gerade noch gibt, nochmal ergänzt die Sache, das ist das Thema Post-EEG. Also wie bereiten wir uns jetzt vor? Wir können uns es schlichtweg nicht leisten, diese Bestands-KWK-Anlagen wie Aichach aus dem EEG zu entlassen oder das können wir uns noch leisten, aber stillzulegen, das können wir uns nicht leisten. Wir haben das mal in Bayern mit den Biogasanlagen prognostiziert, ein trauriger Begriff, aber wir haben die Sterbelinie prognostiziert, wenn man diese Anlagen stilllegen würde mit der bereits investierten Infrastruktur. Es wäre ein Wegfall gigantischer Grundlastkapazitäten, gerade im ländlichen Raum. Also ich denke, das können wir uns technologisch nicht leisten. Und deswegen waren diese Ansätze Post-EEG sehr spannend. Aber es ist also auch aus unserer fachlichen Sicht, es ist ein schwieriger und herausfordernder Weg. Also es ist nicht so, dass man hier einfach nur zwei, drei Schräubchen umbaut oder irgendwo ein Aggregat dazustellt und alles ist wieder gut. Es ist rechtlich sehr fordernd. Klaus, das ist sehr eindrucksvoll gesagt und wurde ja auch bestätigt. Und alle, die in dem Thema arbeiten, wissen das. Es ist wirklich rechtlich fordernd, das Thema gerade Stromnutzung, Stromeigennutzung, Stromdrittbelieferung. Aber es ist auch technologisch sehr fordernd, weil der wirtschaftliche Druck mit Blick auf die Stromvergütung auch größer geworden ist. Also insofern denke ich, sind wir genau richtig unterwegs mit unserer KWK Roadshow. Und ich glaube, es war auch gut ausgewählt, dass wir die unterschiedlichen Anwendungsfelder der Kraft-Wärme-Kopplung in unterschiedlichen Regierungsbezirken bis jetzt gestreift haben.
nochmals besten Dank an die Gastgeber. Danke an Bayern Innovativ für die wieder mal perfekte Organisation. Danke an die Schirmherren, sage ich einfach mal so, Wirtschaftsministerium, an Sie alle fürs Kommen in der noch Ferienzeit. Danke, dass Sie sich den Nachmittag Zeit genommen haben. Dann darf ich hier im Plenum schließen. Und Herr Brandner, jetzt übergebe ich einfach wieder an Sie. Wer noch Zeit hat, kann das Kraftwerk dann gerne besichtigen. Ansonsten guten Nachhauseweg. Okay. Danke.